Hallo und herzlichst willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Dark Souls Remastered zusammen mit euch und mir und dem wunderbaren Silberrittern, die ich erstmal wieder lernen muss zu kontern. Ich glaube, ich habe irgendwo relativ viele Seelen verloren. Wir sollten also jetzt nicht einfach schnell draufgehen, während ich noch meine ich muss mich mal ganz kurz wieder eingewöhnen Phase habe, die sowieso immer noch während des kompletten Parts wohl noch andauern wird. Wir sind beim letzten Mal hier wie ein heißes Messer durch Butter durchgegangen. Hoffe ich zumindest, dass ich jetzt keinen allzu großen Bullshit erzähle. Wir haben noch einen Shortcut freigeschaltet. Ha! Dieses Mal nicht! Ich habe gelernt, dass die Typen mit ihrem Schwert immer dumm rumfuchteln, bevor sie in irgendeiner Weise sinnvoll zuschlagen. Und wir haben ziemlich viele Pfeile verschwendet. Das weiß ich auch noch. Genau, und hier war die Abkürzung. Und irgendwas war mit meiner Internetverbindung, weswegen ich jetzt nicht weiß, was ich tatsächlich schon getan habe und was nicht. Und ich hoffe immer, dass es dieses Mal nicht abbricht. Das war sogar beinahe passend. Ach, fick dich doch. Ganz ehrlich, dass ich immer eine Stunde brauche, um erst ins Spiel wieder reinzukommen. Die sollte ich auch ohne euch aufnehmen, wa? Ja, kackt nochmal. Aber es ist ja nur Kontern, was ich hinkriegen muss. Ist ja jetzt nicht so schwer. Ich meine, spätestens beim Bossgegner, den wir höchstwahrscheinlich ziemlich bald durchaus auch noch gegenüberstehen werden. Na, buddy, wie geht's so? Wird Kontern relativ sinnvoll sein. Denn, woran ich mich noch wunderbar erinnern kann, oder was ich noch weiß, weil ich, weil ich ja schon mal Videos von Steam gesehen habe, war es so, dass der Bossgegner, der jetzt kommt, zwei auf einmal waren. Weil einer alleine reicht ja nicht aus. Was, warst du jetzt immer noch tot? Habe ich dich gemacht? Wunderbar, da scheint nicht allzu viel verloren gegangen zu sein. Wunderbar. An mehr als das konnte ich mich jetzt eh nicht mehr erinnern. Schauen wir mal, was jetzt noch... Warte mal, das heißt eigentlich, ich habe ja nicht meinen Isis verloren, oder? Warte. Ah, nein! Oh, fuck, wir waren bei den beiden Lutschern. Oh, ich erinnere mich. Die Mister, wir machen dich jetzt einfach mal eiskalt. 40.000 Seelen habe ich an. Nee, läuft bei mir. Okay. Die habe ich komplett vergessen. Da muss ich einfach offen zugestehen, ich habe keinen Plan mehr, dass die Dinger existieren. Wir können tatsächlich einfach dran vorbeirennen. Um mal direkt diese Option zumindest erwähnt zu haben, das würde funktionieren. Immerhin sind das zwei Gegner auf einmal. Gegen einen komme ich vielleicht wie immer noch klar, auch wenn er sich heilen kann. Aber zwei mit Heilung des einen ist immer so ein bisschen gefährlich. Gerade wenn man 40.000 Seelen hat, die man theoretisch verlieren könnte und das halt nicht unbedingt will. Vor allem, weil ich noch keinen Plan habe, wie ich sinnvoll gegen diese riesengroßen Viecher irgendwie vorgehen soll. Komm, renn doch her! Oh, shit. Vor allem, wenn ich meinen kompletten Essensflakons auf dem Weg dahin halt auch schon verliere, weil ich dich noch zu langsam bin, eine Taste zu drücken. Naja, passiert. Du chillst noch ein bisschen. Sehr freundlich. Okay. Das hat immerhin funktioniert. Hat ja auch nur 5 Versuche gedauert. So, was machen wir jetzt mit den ganzen... Oh, Drachentöterfallen. Ja, sowas wäre auch sinnvoll. Wir können die natürlich benutzen, um letzten Endes, wie wahrscheinlich gedacht, das Drachental durchzulatschen. Ah, wisst ihr was? Wir versuchen einfach mal zu gucken, was als nächstes kommt. Wobei, ich muss eher an dem wieder vorbei, ne? Wenn man so drüber nachdenkt. Oh, es kommt direkt der Boss. Ja, dann würde ich die beiden schon ganz gerne tot sehen. Vielleicht mit ein paar mehr Essensflakons dann rennen wir nochmal zurück, aufleveln, Drachentöterpfeil nehmen und die da umbringen. Wäre halt auch eine sinnvolle Alternative, muss ich jetzt mal sagen. Ich meine, kann man da hinten lang? Sieht gerade irgendwie relativ interessant aus, was ich da so sehen kann. Ich bin falsch abgebogen, ne? Okay, die laufen immer nur bis hierhin. Das ist schon mal gut zu wissen. Wir wissen, dass Feuer bei denen so ziemlich nichts abzieht. Und ich glaube zu wissen, dass auch Bogenschüsse relativ egal sind. Was eine ziemlich gute Taktik gewesen zu sein schien, war das... Ah, der kommt schon wieder angelaufen. War der Angriff von oben. Also einfach nur zu sagen, ey, das funktioniert schon mal nicht. Einfach von oben runterzufallen, während die jetzt hier zurücklaufen, scheint relativ gut zu funktionieren. Komm, geh. Dankeschön. Oh, er fällt sogar von alleine. Das ist aber voll freundlich. Ups. Ups. Wobei, wenn ich jetzt einfach hier kämpfe, ist auch gut. Guck mal, gerade kämpfe ich gegen einen. Das können wir machen. Solange der zweite hinten chillt, soll das alles kein Problem sein. Ich meine, der ist ja sogar schon runtergefallen. So, greifen wir mal kurz an. Kurz wegrollen. Ich meine, ich mache halt viel zu wenig Schaden mit dem Scheißding. Wobei, es geht eigentlich. Also, beim letzten Mal sah das wesentlich schlimmer aus. So, jetzt darf der zweite durch angelaufen kommen. Also, komm du mal näher ran. Genau so. Das war halt mein Hauptproblem, dass einfach nur halt zwei mir am Arsch hing. Au. Und nicht einer.
So, du bist gerade alleine da. Ich weiß immer noch nicht, ob ich die Konter kann oder nicht. Das habe ich beim Anfang gesagt. Letzte Folge. Shit. Können wir einfach zurückspulen? War eins zu eins meine Aussage. Ich werde später wissen müssen, ob ich die kontern kann oder nicht, weil dann wären bestimmt irgendwelche Bossgegner einfacher. Ja, das Wissen wäre jetzt ne. Du heilst dich nicht. Das kannst du ver-fucking gessen. Und er hat sich einfach voll geheilt. Okay. Okay. Das war böse. Da durfte ich nicht reden. Wie gesagt, ich muss eh nur den Weg hier zurückgehen. Das sollte eigentlich relativ gut funktionieren. Das heißt, was wir machen, ist das hier. Ja, Rollschampe! Das war gar nicht so doof. Wäre ich nicht komplett runtergefallen, könnten wir das machen. Ich nehme an, das sind einmalige Gegner. Also es sind zwei. Aber jeweils einmalig. Der eine männlich, der andere weiblich. Muss auch weibliche Ritter geben. Die bekommen zwar nur 23% so viel Geld, aber hey, das wird schon. Kommst du hinterhergelaufen? Bestimmt nicht. War damals bestimmt in Dark Souls auch schon so. Schon allein deswegen muss man mehr Frauen einstellen. Die sind einfach billiger. Scheiße. Komm schon. Komm, tu es mir an. Ich weiß, du willst es. Dankeschön. Man muss jetzt auch noch darum gebettelt werden, geschlagen zu werden. Wo kommen wir denn dahin? Ich bezahle schon Geld dafür. Will ich auch nicht auch noch betteln müssen. Also wirklich. Oh, das hat gut funktioniert. Ich glaube, was bei den letzten Malen auch immer irgendwie so gefühlt die beste Taktik war, einfach draufrennen, sagen, ey, greif mich an, Bitch, schlag mich, tritt mich, au. Gib mir Tiernamen und dann tun sie das auch. Und so kommt man relativ schnell durch. Das habe ich zumindest beim letzten Mal gemerkt gehabt, wenn ich einfach nur so langsam davor stand, ach komm schon, bitte, 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 tritt mich, sind die halt zurückgelaufen, haben gechillt, haben sich verteidigt, KKG und, ja, wenn du dann wirklich drauf zurennst, sagst, bring mich um, dann machen die das meistens auch. Und wenn du dann weißt, wenn du kontern musst, dann ist natürlich perfekt. Und das einzige Nervige ist, ich muss jetzt immer einmal außen rumrennen, um diesen Typen mit dem Drachentöterpfeil zu töten. Vorteil ist, wenn ich jetzt hier ein paar Mal sterbe, was höchstwahrscheinlich passieren wird, ich sehe mich da schon, kann ich mir gar nicht anders vorstellen, dann werden wir jedes Mal einen Drachentöterpfeil bekommen können. Und im Endeffekt dann, sobald wir irgendwann ins Drachental kommen und die Dinger da wirklich sehr effektiv sind, ich muss ganz kurz mein Deutsch wieder zusammenfinden, dann wird das durchaus sinnvoll und stark sein. So wird es keinen Fall schießen, das wusste ich, dankeschön. Er geht nochmal in die andere Richtung. Das wusste ich vom letzten Mal, wobei dieses Mal sah es gar nicht so groß aus. Fuck, das war nicht gut. Ich habe meine Seele noch nicht. Noch muss ich chillen, noch darf ich nicht sterben. Das sind ja ganz einfach, die Typen gehe ich ja bestimmt nicht mal drauf. Zitat, ich vor 5 Sekunden. So. Zudem, was auch ganz gut funktioniert hat, war halt das einfach wegrennen, ne? Also der eine geht halt, warte, Drachentöterfall? Ist keiner drin? Schade, ah, da kommt er schon. Kommt der andere auch? Nein. Hi. So, wunderbar. Als allererstes ganz schnell rüber die Seelen holen. Es sind 40.000. Meine Damen und Herren, die werde ich nicht einfach so irgendwo liegen lassen. Und eine Menschlichkeit. Und da sind wieder beide da. Gut, die lassen wir jetzt erstmal wieder weggehen. Tun wir so, als wollten wir gar nicht lang. Don't mind me. Fuck this shit, I'm out. Genau. Und jetzt rennen wir einmal komplett nach hinten hin und versuchen wir den einen zu pullen. Das hat ja wunderbar funktioniert. Bis auf die Tatsache, dass der einen sich wieder geheilt hat. Aber hey, was? Alter, erstmal aufstehen lassen, Leute. What the fuck? Okay, da hat er mich aber gut aus der Luft rausgeholt. Hilfe? So soll das nicht sein. Genau, genau, geh zurück, geh einfach. Ja, wir können ihn einbekämpfen. Wunderschön. Hat dich dein Freund verlassen? Das tut mir aber leid. Jetzt ein bisschen aufpassen mit dir. Also er ist mit dem Rücken zur Wand, das heißt nicht, dass er mich nicht wunderbar... Alter. Und ein Switcheroo. Tausch mal kurz die Plätze, ne? Oh, fuck, hab ich vergessen. Ich habe den Angriff nicht kommen sehen. Ganz ruhig. Wir haben noch kein Essenslakon mehr. Gibt es irgendwas anderes, was ich machen kann? Ich könnte hier mit Drachenfeuer wieder rangehen. Das ist aber, glaube ich, nicht so effektiv, weil Ausweichen und Moin wirklich geiler ist bei dem langen Stahlschwert, was da kommt. Okay, lange Stahllanze. Aber trotzdem, da kann man doch eigentlich wunderbar wegkommen. Und eigentlich wäre so ein Konter von hinten halt wirklich, wirklich geil. So, heil dich nicht, heil dich nicht, heil dich nicht. Au! Er hat sich nicht gehalten, ne? Also er hat sich dran gehalten und ich kann da nicht angreifen.
Aber er heilt sich nicht komplett. Das ist schon mal ein Anfang. Vielleicht kann er es auch nur einmal machen. Vielleicht muss ich einfach noch schneller sein. Vielleicht brauche ich auch eine stärkere Waffe und nicht so ein kleines Rapierchen für einen 3-Meter-Koloss. Das könnte sein. Ich hätte gehofft, dass ich da jetzt irgendwie langkomme. So, ich sollte hier hinten nicht sterben. Und wäre schön, wenn ich wenigstens einen mitnehmen könnte. Nur mal so nebenbei gesagt. Kurz auch so regenerieren lassen. Jetzt wird er sich wahrscheinlich wieder versuchen zu heilen. Nein, er gibt mir Hardcore auf den Sack. Auch gut. Er scheint sich wirklich nur einmal zu heilen. Okay. Nein! Ein Schlag! Ein Schlag! Aber wenn man das weiß, ist alles wesentlich einfacher. Also ich habe gar keinen großen Zeitdruck. Ich kann einfach hingehen und sagen, okay, ich piekse dich weg. Dann heilst du dich und dann piekse ich dich nochmal weg. Das ist super, das heißt, das ist nicht unfair. Die haben das wahrscheinlich nur eine... Oder vielleicht haben sie auch einfach nur hier, nicht Recoil, wie heißt das? Recharge-Zeit oder so. Die können halt nicht einfach nur spammen. Das ist gut, das ist schön. Hi, Buddy! Und tschüss, Buddy. So will ich das sehen. So nicht alles. Da kommen nämlich auch mit 5 Essos, da kommst du mit dem Kampf da hinten an. Und da sind die ja sowas von... Fuck, gar kein Problem mehr. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich jetzt nicht gegen irgendeinen von den Lutschern tatsächlich draufgehe. Weil diese 40.000 Seelen, Tendenz weiter steigend... Nein! Oh. Will ich halt nicht verlieren. Ruhig, Krümel! Ja, der mich zu weit weg. Naja, passiert. Gut, gehen wir kurz hinter dich. Hi. Auch eine Option. Wir müssen ja nicht immer auf einen dieselbe Weise entschuldigen. Einfach ringsrum laufen geht auch. Das wäre, glaube ich, sogar schlauer. Ich glaube, ich mache damit fast bis tatsächlich auch komplett tot. Und gerade wenn die Viecher ein Schild haben, was immer der Fall ist, ist halt ringsrum laufen auch nicht wirklich schwierig. Na gut, aber... Ach, warte, Drachentöterbogen nicht vergessen. Na, was guckst du so? Guck doch mal dumm aus der Wäsche, das kann er. Wahrscheinlich ist seine Rüstung beim Waschen eingegangen. Zu heiß gewaschen. Passiert, wenn man da so einen Drachentöterbogen in der Hand hat. Da greift man auch ab und zu mal aus Versehen Drachen an. Da wäscht man die Rüstung auch einfach mal zu heiß. Das muss ich bis da hinten rennen. Das kriege ich eigentlich hin, oder? Ich meine, wenn die riesengroßen Viecher mich nicht wieder aus der Luft rausfangen, sollte das eigentlich funktionieren. So, jetzt lass doch mal deinen Pfeil bei dir. Es gibt Leute, die brauchen den im zweiten Leben noch. Oder ich verspreche dir, du nicht. Deine Recharge nämlich. So wie zu meinem Plan. Dankeschön. Okay, 300 des Verkongs. Wir steigern uns wieder. Wir machen halt auch Schaden. Also einmal verkacken ist hier schon definitiv nicht gut. So, du kommst hochgelaufen. Wir können wieder so ein... Dann kommst du halt nicht hochgelaufen. Ist jetzt ein bisschen ungünstig. Das muss ich... Nice, ich habe die Wand geschlagen. So und... Stopp, chill. Ich brauche meine Seele noch. Danach können wir... Dann können wir gerne Spaß haben. Aber jetzt wäre so 5 Sekunden lang kurz warten. Friede, Freude, Eierkuchen, voll nett. Dankeschön. Fast 50.000. Alles klar. Okay, das will er nicht. Gut, dann will er es halt nicht. Ich wollte nur freundlich sein und da so ein bisschen reindrücken, aber nein, der gute Dude dachte sich, ne, ich sehe da einen Pfeil, muss ich mal drauf spacken mit der größten Spackerigkeit, die ich so habe. Und ich meine, er ist groß, er hat viel Spackerigkeit, die ist immer sehr proportional zur eigenen Körpergröße. Seht ihr, da ist ein kompletter Spackismus gleich mit rausgeflogen aus ihm. Um uns zu beweisen, dass er ziemlich verrückt ist. Ich labere gerade Bullshit, aber das mache ich immer, wenn ich irgendwie gerade Angst habe und das ist gegen gegebenenfalls gerade der Fall. So, das war schon mal schön. Jetzt willst du dich zufällig heilen? Oder bist du gerade voll gechillt? Denkst du, nein, Heilung ist für die Schwachen. Brauche ich nicht. Fairer Kampf und so. Geh sterben. Nicht mal ein Essensverkommen gebraucht, glaube ich. Ein grauer Brocken. Mensch, toll. Beinahe was Schönes. Ist das hinten eine Wand? Danke, danke. Ist das hinten eine Tür? War die Frage, die ich eigentlich stellen wollte. Dann ist das vielleicht auch ein Shortcut zu irgendwas später. Schauen wir dann mal. Oder vielleicht bleibt es doch einfach nur verschlossen. Das kann auch sein. Oder es ist letztendlich eine Tür wie bei Kingdom Hearts. Und da unten in dieser riesengroßen Tür ist nochmal so eine kleinere Tür, die eigentlich der Ein- und Ausgang ist. Oh, guck mal, dein Bein hat gerade eine Spastiken. Würde ich untersuchen lassen. Ich bin gut in Akupunktur. Ich kann das auch lösen. Pass auf, ich steche da ein paar Mal ein Stückchen Schwert rein. Dann ist das komplett kein Problem mehr. Läufst du gerade einfach weg? Du bist kein wahrer Gegner für mich. I don't care. Okay, warte, das ist eh Heilung. Können wir nur so ein bisschen reinstecken. Die kriegen auch keinen Schaden, während sie sich selber heilen. Das heißt, du musst wirklich einmal Heilung abwarten oder bist halt verkackt nochmal schnell genug.
Je nachdem, was halt für deine Waffe besser aufpasst und hingehört. Achtung, weg hier. Langsam bin ich damit konform, wie es aussieht, wenn Leute einfach random vor mir explodieren. Das gab's in Dark Souls häufig genug, dass irgendjemand dachte, guck mal, du machst es mehrfach. Bin gut darin, einfach zu explodieren. Ich hatte gehofft, dass so ein kritischer Schlag mehr Schaden macht, aber scheinbar nicht. Also so ein aufgeladener Schlag. Ja, jetzt könnte man es natürlich bei dem wieder mit runterfallen probieren. Das ist, wobei, Mr. Low 1 so hat ja auch ganz gut funktioniert. Heißt, wir schauen einfach mal, wie der jetzt weiterläuft. Irgendwann werde ich ihn schon dazu kriegen, zu sterben. Einfach nur, weil er müde wird vom Leben. Vertraut mir, immer eine gute Taktik. Wenn jemand keinen Bock mehr hat, sich zu heilen, weil der Kampf so unglaublich nervig ist, Potrott, ich schaue da auf dich, dann bringt er sich irgendwo noch einfach selber um. So einfach ist das. Wenn ich jetzt da reingehe, verliere ich 55.000 Seelen bei dem Bosskampf. Ist vielleicht auch nicht so geil. Aber erstmal gehst du hier auf. Klopf, klopf, willst du? Deine Mutter, und ich passe ja nicht durch. Okay, ich wusste doch, hier ist irgendwas. Sesam, öffne dich! Oh mein Gott! Das ergibt voll Sinn. Wunderschöne Abkürzung. Ich sage, wir rennen hier mal ganz schnell dran vorbei, bevor die beiden beinahe Wächter meinten, sie könnten mich noch umbringen. Dann kommen wir direkt zu einem wunderbaren Leuchtfeuer. Ich hatte den Namen gerade vergessen. Und können da mal easy peasy lemon squeezy 55.000 Seelen ausgeben. Jawohl, das wird mich gerade hardcore voranbringen. Wir müssen uns trotzdem noch einmal runterdrehen, oder? Kommen die noch hinterher? Nein, die chillen. Als wenn die so 1:1 irgendwelche Cops, die gerne Donuts fressen, gerne hier runterrennen würden. Die doch nicht. Die chillen da liebend gern und warten halt. So, ich weiß jetzt nicht. Doch, das passt. Wunderschön. Ich meine, ich habe jetzt keine Vorurteile gegen irgendwelche Cops, die gerne Donuts essen, aber ganz ehrlich, das sind solche. Das ist übrigens falsch. Wir müssen noch eins weiter runter. Wir müssen dahin. Na gut, okay. Es ist dann ein bisschen ungünstig, weil dann müssen wir, glaube ich, jedes Mal das Ding da oben wieder drehen. Aber dafür haben wir halt keinen einzigen Gegner, den wir besiegen müssen. Das ist, wie gesagt, das Tolle an Dark Souls. Wenn du irgendwo einen Bossgegner hast, dann weißt du eigentlich direkt, dass du in irgendeiner Weise... Ist das die richtige Richtung? Werden wir gleich sehen. Dass du irgendwo in der Nähe ein Leuchtfeuer haben wirst, um schnell hinzukommen. Oder du hast eins übersehen. Das sind die zwei Optionen, die es gibt. Wenn ich jetzt hier irgendwie runterfalle, bin ich ziemlich am Arsch, aber... Unsichtbare Wand hält mich wunderbar auf. Dankeschön. Okay. Ich weiß immer noch nicht, was hier hinten passiert. Ich glaube, wenn wir diese Ehrenmedaille nehmen und diesen Ring aufziehen, könnte hier noch irgendwas getriggert werden. Ich weiß noch nicht was und ich weiß nicht, ob ich das will. Aber ich glaube, hier könnte was passieren. Und ich meine, weil der Typ da hinten verbrannt ist oder tot ist, wollen wir es vielleicht auch gar nicht sehen. Nur mal so nebenbei. Okay, wir können uns menschlich machen. Wir haben schon mal gelernt, es ist keine gute Idee, es bringt nicht viel. Vor allen Dingen werde ich direkt wieder zum Boss rennen und höchstwahrscheinlich gleich draufgehen werde. Bedeutet, wir können erstmal Ausrüstung reparieren, einfach nur, weil wir es können, ist vielleicht sinnvoll. Und wir könnten unsere Ausrüstung auch noch verstärken. Allerdings sollten wir erstmal aufsteigen. So, Drachentöterbogen hat 20 Stärke gebraucht. Ich würde ihn sehr, sehr gerne noch benutzen. Ich weiß, alle werden sich jetzt den Kopf so rauf. Oh nein, Sinu, wie kannst du? Und das ist wahrscheinlich auch absolut korrekt. Aber ich will ins Drachental gehen. Und... ich hoffe, dass das nicht so ist wie ein Monsterhunter, wo drauf steht, dieser Waffe kann den Schweif des Lauscher Lungs abschneiden. Und die Spielhersteller dachten, haha, trollt, ja. Sondern wirklich da steht, ist gegen Drachen, also ist es auch gegen Drachen. Und dass wir da dann sinnvoll Schaden machen werden und irgendwie in Neulondo was Neues freischalten können. Ich will es zumindest mal probieren. Und mir fehlen nur 3000 Seelen. Es ist nicht allzu weit weg. Das sollten wir hinkriegen. Ich weiß, es bringt den restlichen Waffen von mir gar nichts. So fast gar nichts, aber... das möchte ich gerne einmal machen, das ist mir persönlich wichtig, deswegen machen wir es jetzt auch mal Aufwertung bestätigen. So, bei restlichen Seelen würde ich gerne benutzen, um meine Waffen zu verstärken. Wir haben immer noch das Silberritterschwert, das würde ich nämlich auch noch gerne benutzen wollen. Es geht auch so ein bisschen mit Geschicklichkeit, das prädestiniert sich eigentlich dafür, eine krude Waffe zu werden. Einfach nur, weil es wird nicht mit Geschicklichkeit weitergehen. Das wird wahrscheinlich dann zu Stärke umwandeln, die will ich nicht noch weiter stärken, deswegen... ne... das vielleicht nicht, aber ich denke, wir könnten hier sinnvolle Sachen noch mitmachen. Das heißt, wir machen das erstmal besser. Ich glaube, ich verschwende gerade alle meine Seelen, alle Sachen, die ich jemals gesammelt habe. Funkeltitanit! Ah, alles klar, davon habe ich genügend. Und das Ding wird einfach nicht besser. Das skaliert gar nicht. Auch nice. Egal, hat zumindest Horn Raw Damage. Und gerade für Bossgegner finde ich das Ding halt irgendwie doch relativ sinnvoll. Einfach nur, weil
wir halt doch recht viel Schaden damit machen. Das ist wie damals mit meinem Krummfech, mit meinem Fällchen und meinem Jaito bei diesem komischen Asyldämon oder wie er hieß im nördlichen Untotenheim. Da hat auch meine eigentliche Waffe so gar keinen Schaden gemacht und plötzlich habe ich das Katana genommen, bam, 500 Damage. Und ich glaube, das liegt an der Waffenart und wie sie zu schwingen ist. Ich meine, ich kann halt entweder einmal stechen mit meinem Rapier, der eigentlich für kritischen Damage gedacht ist, oder ich steche halt einmal mit dem, warte, ich bin eher auf die andere Seite. Einmal mit dem, wie hieß es, Silberritterschwert zu und mach dreimal so viel Schaden. Und der Dolch ist zwar geil, weil er kurz zuschlägt, weil du wieder beweglich bist, aber das ist halt bei großen Bossgegnern teilweise nicht nötig, weil die einfach unglaublich langsam sind. Auch gegen die beiden Ritter, die wir da gerade bekämpft haben, wäre so ein großes Schwert schon sinnvoller gewesen. Bitte lass die einmalig gewesen sein. Sie sind wieder da. Alles klar. Gut, wir brauchen jetzt noch 11.000 Seelen. Die hole ich jetzt vielleicht mal ganz kurz nicht. Das heißt, jetzt fangen wir wirklich einfach nur an, dran vorbeizurennen, weil gegen die kämpfe ich nicht nochmal. Außer sie bestehen darauf. Aber selbst das glaube ich eigentlich nicht. So, jetzt haben wir noch den Drachenbohr. Oh, nein. Warum waren die nicht einmalig? Das ist doch absoluter Bullshit. Es ist einmaliger Bullshit. Ich muss auch lernen, den vorbeizurennen. Aber okay, was haben wir denn hier? Versuch's mit Menschlichkeit. Viel Erfolg. Oh! Ja, hi. Schön, wie er jetzt zurückläuft. Ich hab nichts gemacht. Nö. Ich würde das niemals tun. Gut, dann gehen wir zum Boss. Der wird nicht so böse sein. Ah, beste Aussage ever. Genau, weil das war nämlich ein Duo. Das waren zwei, die kenne ich noch. Das ist wieder so ein typischer Boss, den kennt man halt. Ah, auch wenn das Spiel nie gespielt hat. Ich glaube, ihn können wir kontern. Den anderen können wir umlaufen. Ich glaube, kontern sollten wir zuerst fertig machen. Das ist halt einfach so mies mit zwei auf einmal. Drachentöte Ohrenstein. Ey, haben wir nicht von dem irgendwas gelesen gehabt? Da kommt Donnerblitze. Ich hasse Donner. Oh mein Gott, da kommt ein Rambos. Okay. Ja, okay. Ich glaube, die Jäger kaputt zu machen ist nicht gut. Ja! Yeah! Wo kommst denn du her? Hast du dich gerade hinter irgendwas rumgeschrien? Ich bin tot. The fuck? Henker Smaug, er ist Feuer, er ist tot und Drachentöter leck mich am Arsch. Oh, gut, mein Aufzug ist nicht da. Ja, es ist jetzt ungünstig. Das heißt, wir müssen ihn jedes Mal neu holen. Ja, nö. Haben wir Zeit, uns zu überlegen, wie zur Hölle wir dann nicht einfach nur malträtiert draufgehen und vergewaltigt werden wollen. Also wir sollten es wie beim Monster Hunter machen, erstmal einen rausfokussen. Das ist gerade bei Doppelkämpfen immer eine gute Idee. Das funktioniert in der Regel eigentlich schon sehr gut. Die Frage ist, welchen? Wir haben einmal den Fettwanz, der direkt auf mich zugerannt kommt, aber der wird auch verdammt viel Leben haben. Der ist eindeutig der Tank, deswegen rennt er auf mich zu. Das heißt, es wäre zwar die offensichtliche Variante, aber ich denke die offensichtlich falsche. Daher sollten wir wahrscheinlich auf den Drachentöter gehen. Ich glaube auch, dass wir in irgendeiner Weise, wenn wir diese den Typen alle Säulen zerstören lassen, dass wir irgendwas triggern können. Irgendwie Sachen, die runterfallen, vielleicht viel Damage damit raushauen, das klingt zumindest schon mal sinnvoll, könnte sein. Müssen wir da mal schauen. Ich finde es gerade richtig scheiße, dass ich nicht irgendwie in irgendeiner Weise mich selber verstärkt habe, sondern auf den Drachentöter-Großbogen hingearbeitet habe, weil den können wir jetzt noch nicht benutzen. Haben wir irgendwas Sinnvolles, ist gerade die Frage. Also ich werde einfach mal hier den lololololala das Silberritterschwert nehmen. Ich höre gerade irgendwas fiepen. Ich glaube, es sind die Viecher da drüben. Okay. Und du machst das bitte schön nicht. Sehr freundlich, danke. Ich glaube, ich laufe einfach an der Seite lang. Ich meine, ich muss ja jetzt nicht mit denen kuscheln. Ich kann doch einfach sagen, du siehst mich gar nicht. Links wäre schlauer. Links wäre sehr viel schlauer, weil da dieser Drachentöter-Typi mich nicht so gut abschießen könnte. Aber naja, gut, ich bin nicht der Spieler des Schlauseins, wir spielen des Run Boy Runs. Das war sich verdammt easy. Guck mal, ohne Schaden. So einfach ist das. Und das ist meine 4010. Die Menschlichkeit sollte ich aufsammeln, der Rest ist mir eigentlich relativ egal. Running! Okay. Da müssen wir mal direkt mal ein bisschen schauen. Wer ist jetzt hier mit Kontern und Gucker G ist. Das war eigentlich gar nicht so schlecht, glaube ich. Ich habe zumindest parallel geblockt. Ich glaube, ein Schlag von dem macht mich tot. Würde ich jetzt mal so spontan vermuten. Ich renne dann mal weiter und versuche einfach mal auf vollem Leben zu bleiben, damit wir so ein bisschen wissen. Na, hi.
wie viel welcher Schlag hier macht. Das ist, glaube ich, schon mal eine wichtige Kalkulation. Alter, Swingity Smoothie, coming for the Zinus. Wow, fuck, da ist eine Wand. Ich hasse Wandere. Hi. Und deswegen sollte man immer seine eigene Umgebung nicht gut, absolut nicht gut begutachten. Okay, hier ist schön. Hier können wir gegen den kämpfen. Wenn er kurz chillen würde. Ich glaube, der ist echt am einfachsten mit meinem Bild. Da gehe ich einfach hin und schlag zweimal zu. Und dann habe ich ihn immer wieder hinterrücks getroffen. Ich habe genau gesehen, wie du gesprungen bist. Okay, alles klar. So. Drachentöter, Drachen tötet. Ich weiß, wie er Drachen töten kann. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir alles kaputt machen. Vielleicht ist es auch einfach nur so, dass dann halt alles kaputt ist. Das ist natürlich auch eine Option. Hierbei können wir auch gut angreifen. Wenn wir da ein bisschen hinter dem stehen, klappt das. Die Säule geht auch nicht komplett kaputt. Das heißt, es wird nichts runterfallen. Das ist einfach nur so, ey, ich hab's halt mal getroffen. Und wahrscheinlich hat man dann weniger Verteidigung vor dem sein. Oh, ich mach viel mehr Schaden bei dem. Alter, einfach viel mehr Schaden bei mir. Okay. Nein, doch, nein. Oh, fick dich. Schnell, 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 schnell. Okay, I can live with that. Ich hab den falsch anvisiert. Du wurdest getunnelt. Du schuldest mir jetzt einen Kasten Bier. Alter, ich würde sagen, wir ignorieren mal die Menschlichkeit und meine Seelen, das wird so schnell nichts. Die werde ich nicht jedes Mal holen können. Ich meine, es wäre schön, wenn ich 4000 Seelen da durchkriege, aber 4000 ist halt jetzt nicht sinnvoll. Wäre noch geil, wenn ich es irgendwie vorher runterschicken könnte, aber ich glaube, da gibt es keinen Mechanismus, der das macht. Armer kleiner Typ. Ist wohl einfach in seinen Tod gelaufen. Ups, passiert. Man hier erdrückt werden kann von dem, was da runterkommt. Eigentlich nicht, das kommt ja vor mir runter, ne? Ja. Wahrscheinlich wollte er einfach nur schneller losrennen und hat es halt zeitlich nicht geschafft gehabt. Gut, aber was machen wir jetzt? Also, Fatty McFatfat kriegt irgendwie 5-mal so viel Schaden wie der andere. Das ist ungefähr 1,25. Aber mehr Schaden. Und das heißt, darauf könnten wir uns auf jeden Fall fokussieren. Natürlich haben wir dann das Problem, dass die ganze Zeit von hinten irgendwelche Donnerstrahlen und Blitze angeschossen werden. Sag mal so, das Einfachste wäre einfach nur Fatty McFatfat. Der wäre, wie gesagt, mit meinem Bild einfach tot. Zack, fertig, aus. Wir könnten natürlich für diese One-Hit-Sachen gerne das Silberschwert mit benutzen. Dafür habe ich es ja hochskaliert und hochtrainiert. Vielleicht macht es ja auch da viel Damage. Vielleicht macht das ja beim Drachentöter viel Damage. Kann ja sein. Den, ich bin mir immer sicher, dass wir ihn kontern können. Wir konnten ihn gerade so ein bisschen wie blocken. Ich weiß halt nicht, ob man hier jeden Gegner kontern kann. Ich habe es bisher nur bei gleich Großen probiert und auch nur bei gleich Großen geschafft. Aber so wie ich das Spiel einschätze, sollte man es bei jedem machen können. Einfach nur, weil das Spiel ist halt eigentlich fair. Schwer, also hart, aber fair. Wie es immer so schön heißt. Und wenn wir es bei jedem könnten, könnten wir auch den Fatty McFatfat kontern. Ja, aber das wird nicht das Schwierige sein. Sondern halt wirklich der Drachentöter. Der ist das Hauptproblem. Einfach nur, weil er halt ein Damage-Dealer ist. Der andere ist halt Tank, wobei ein Tank, der nichts aushält, aber psst, muss ja keiner wissen. Okay, vielleicht machen wir wirklich Fatty McFatfat tot. Das ist eine Option, schauen wir mal. Oh, warte, mir fällt gerade ein, ich glaube, wenn man einen von beiden tötet, hat der andere noch irgendwie eine zweite Form, die stärker ist. Just this, oh lieben, oh fick dich, jetzt Final Form. So, das ist doch schon mal ein richtig beschissener Start. Und da kommt eine Blitze. Dafür ist das hier relativ geil, aber halt nicht ausreichend. Scheiße, Alter, wie machen wir das? Ich habe absolut... Alter! The fuck? Nicht geil! Absolut nicht geil! Hat er sich so einen Segway-Roller geholt, oder wie? Ich düst im Sauseschritt und bring dir Schmerzen mit von meinem Todesritt. Okay. Mach halt. Mach halt! Gut. Ja, einfach nur wegrennen funktioniert nicht. Der düst halt rum und dann ist gut. Also gut, ich habe bisher jetzt immer sehr defensiv gespielt. Ich will die halt erstmal rausfinden. Das haben wir jetzt schon häufiger so gehabt, bis zu dem Hashtag. Wir machen das jetzt. Jetzt sind wir erstmal defensiv, schnell sterben, gucken, was passiert. Und wenn man einmal so ein bisschen weiß, wie der Gegner funktioniert, klappt das auch. Und hier ist es genau wie bei Monster Hunter, wie bei jeder Doppelquest ever, bei jedem Spiel, wo du mehr als einen Gegner hast ever. Wenn der erste tot ist, ist der zweite machbarer. Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass dann eine It's Not Even My Final Form Moment kommt, wo der eine so ein, keine Ahnung was, macht, während der andere tot ist. Das könnten wir nochmal, das könnte nochmal problematisch werden, yep. Aber ansonsten, wenn ich mit dem agiere, was ich jetzt gesehen habe, was ich jetzt weiß,
müssten wir halt... Ach, keine Ahnung, was ist denn da jetzt? Gut, ich kann nicht runterschicken, schade. Man muss sich halt irgendwie vor beiden schützen, logischerweise. Mit beiden im Nahkampf sein wäre das Schlauste. Im Sinne von, die Donnerstrahlen sind ziemlich mies. Vielleicht habe ich eine Rüstung, die irgendwie Donnersachen schützt. Ein Schild, was vielleicht Donner abprallen lässt. Das wäre noch sinnvoll. Eine Gummianzugsrüstung. Ah, ich wusste, meine Gummilederrüstung würde irgendwann noch sinnvoll sein. Aber die habe ich halt im Spiel nicht. So ein Faradayscher Käfig wäre ganz geil. Ich glaube, sowas gibt es in späteren Spielen. Das ist ein verrückter Käfig oder so heißt das da. In irgendeinem Dark Souls gab es das. Das wäre hier ganz geil. Doch gäbe ich gerade einfach meinen Tod reinrennen, aber ich brauche mehr Informationen. Sonst weiß ich nicht, was abgeht. Der kommt immer. Der geht ab. Okay, und während der eine das macht, macht der andere immer denselben Angriff. So, wir können auch schon mal festhalten. Komm, komm, ich will mal testen, dich zu kontern. Dann lauf halt weg. Natürlich, ich habe die Lanze Gottes. Ruft er, während der andere einfach nur sagt, ich habe den Hammer. Ganz ehrlich, wenn ihr Tor darstellen wollt, habt ihr euch leider leicht in euren Aufgaben vertan. Nur mal so nebenbei. Okay, jetzt sollte ich relativ sicher sein, denke ich mal. Ja, außer die schieben sich gegenseitig, damit wir nicht treffen können. Okay, guck mal, jetzt können wir einfach nur so machen. Guck mal kurz. Ah! Ist natürlich auch mies. Das ist natürlich richtig, richtig scheiße. So, da kommt er wieder angedüst. Ich will jetzt mal kontern. Einfach schauen, ob das geht. Wie der auch immer da steht, wenn gerade. Oh fuck, ich musste kacken. Oh. Das war ja easy. Was wollt ihr mir jetzt mit der Puppe sagen? War das random die Puppe da und dann sind wir gegangen? Wir könnten die Brandbomben nehmen. Wir haben noch Wurfmesser, glaube ich. Die könnten wir auch nehmen. Heimwehrknochen, ja, unwichtig. Ich glaube, mein Fernglas bringt mir gerade nicht allzu viel. Wir haben auch göttliche Segen noch. Ja, okay, gut. Läuterungsstein, lila Moos, Klumpen mit Blume. Das wird alles nichts bringen. Die Invasionen sind auch egal. So viel steht fest. Das heißt, wir haben bei den Items relativ wenig. Kühlerschädel wird bei denen nicht funktionieren. Das ist auch egal mit erster Regeneration. Da Wurfmesser. Das ist zumindest was, was wir haben. Wir haben 10 Wurfmesser. Bevor ich die einsetze, sollte ich schauen, ob sie irgendwo sinnvoll sind. Weil ansonsten könnte ich sie einfach nur zum Minions Crowd Control sinnvoll einsetzen. Also meine Mächtigkeit ist jetzt weg. Das ist schon mal sehr schade. Die hätten noch benutzen können, um mit einer zweiten Mächtigkeit das Feuer da zu entzünden. Ist jetzt egal, konnte man nicht machen. Haben wir jetzt keine 10 Erzverkommens. Gut. Wait a second. Wir haben 10 Erzverkommens. Was laber ich für einen Bullshit? Der Weg ist auch nicht unbedingt weiter, weil, ey, Leute, es ist halt die Drehung, die wir immer abwarten müssen. Aber wenn wir jetzt einfach da hochgehen, uns an das Leuchtfeuer da oben setzen, wo diese scheiß Hüterin daneben steht, wo ich sowieso 10 Stück habe, habe ich doppelt so viel Heilung für vielleicht eine halbe Sekunde mehr Weg. Ja, vielleicht auch ein bisschen mehr, wenn man bedenkt, dass man noch hier im Kreis laufen muss. Aber ich glaube, das ist auch nochmal schlau. Gut, danach habe ich 5 schwarze Brandbomben. Die können wir auch noch benutzen. Es ist halt so ein bisschen tot von Feuer. Allerdings haben die beide die Eisenrüstung an, die auch die normalen Eisenritter hier anhaben. Und wie wir gelernt haben, Eisenrüstungen sind gut darin, Feuer zu... abzuhalten. Das heißt, Feuer wird nicht allzu effektiv sein. Zudem halten in der Regel Rüstungen auch Wurfmesser ab. Das heißt, auch die werden nicht allzu viel abziehen. Was schon mal alles sehr schade bis scheiße ist. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz, bevor ich mich hier vertan habe. Einmal kurz rasten und wir haben... Seht ihr, dass das verkommt? Whoop, whoop, that's the sound of the police. Whoop, whoop, that's the sound of the police. Wunderbar. Es hilft mir jetzt auch nichts, weil ich komme eh nicht dazu, mich zu heilen. Wobei es das Einzige, was ich geschafft habe. Rechtzeitig Heilung einsetzen. Ah, guck mal. Wir können von hier aus direkt auf unser Verderben schauen. Ist doch auch mal nice. Viel Erfolg. Jo, jo, danke. Wer bist du eigentlich? Ah, das ist die Schlange. Ah, okay, alles klar. Und gelobt sei die Sonne. Ja, von mir aus. Schön, dass die Schlange uns viel Erfolg wünscht. Wie kam die überhaupt hierher? Hat sie mal kurz Bock gehabt, Urlaub zu machen und da war der Ort hier so schön sonnig. Ich dachte, ich gehe mal hin. Sieht bestimmt voll cool aus da. Okay, lass sie machen, von mir aus. Gut, zurück zum Thema. Was müssen wir probieren? Also, wir können die schwarzen Feuerbomben probieren. Es ist eine Option, werfen einmal drauf, wenn es nicht allzu viel Schaden macht.
Wir könnten das so versuchen, wie beim Ziegendämon möglich wäre. Wir könnten einfach durch die Wand durchschießen. Das habt ihr mir gesagt, dass das geht beim Ziegendämon. Das haben die komischen... Können wir nicht. Haben die komischen Hinweise vor mir gesagt. Aber jetzt kommen ja von hinten diese zwei verkackten Ritter an, die ja so ein bisschen verhindern werden mit dem, ey, guck mal, ich kann dich jetzt so einfach wunderschön erledigen. Und das wird nervig sein. Das heißt, wir können uns nicht einfach hinstellen mit einem Bogen und die Typen da drin abschießen. Das wird nichts. Das ist sehr schade. Wäre der einfachste Weg gewesen. So viel steht fest. Okay, aber es muss ja nicht immer der einfachste sein. Das heißt, wir können die Brandbomben von hier aus auch nicht unbedingt reinwerfen. Die werden nicht weit genug fliegen. Aber gut zu wissen ist, wenn wir reingehen, der Typ ist sofort angreift. Wir könnten ihn da direkt kontern. Also, wenn wir ihn kontern... Ey, komm jetzt, renn doch! Ich hab viel gedrückt! Ah, mein B gedrückt. Sorry, PS4-Spieler. Da, danke schön. Egal, habe ich immer noch 9 letzte Flakons. Alles easy. Da kommen sie schon an, um mir mehr abzuziehen. Versuchen wir direkt mal zu kontern. Weil da kommt er jetzt gleich angedüst. Nein, kommt er nicht. Jetzt, wo er wusste, dass ich kontern will. Und der kommt nicht weit genug. Wunderbar. Das war zu erwarten. So. Da sollte ich ausweichen. Da kommt Nero 2 wieder mit ran. Mit seinen Donnerspärchen. Kommt, ich will jetzt einfach zu kontern. Also einmal sinnvoll. Kann man nicht. Kann man ziemlich sicher nicht. Das wäre jetzt zweimal Konter gewesen. Also definitiv. Wenn es gegangen wäre, hätte ich es jetzt getan. Nehme ich einfach mal an. So, keine Düse-Düse-Düse-Rampe. Dann Düse-Düse-Rampe doch. Weil es viel zu lange nicht aufstandsbereit. Die können auch Platzwechsel machen, oder? Ah, die können halt tunneln. Ihr seid doch keine Elektronen. Warum könnt ihr tunneln? Nicht geil. Alter, 300 Damage. Jawohl. Easy. Und man hat auch gegenseitig keinen Schaden. Auch nochmal nebenbei bemerkt. Ach, da kommt was. Angelöst. Ich brauche mehr Ausdauer. Das wäre so eine sinnvolle Option gewesen. Okay, wir könnten den einen Freddy McFett ziemlich leicht erledigen. Also mit relativ wenig Schlägen. Das waren gerade 2 Schläge und ein Achtel der Leiste weg. Vielleicht ein 16. Das heißt, ja, 32 Schläge sind nur noch relativ viel, aber es ist grundsätzlich möglich. Das ist nervig. Vor allen Dingen, du hast dann einfach so viel, was auf einmal passiert und nichts, was du dagegen tun kannst. Das ist auch wieder nervig. Das ist fast genauso nervig, wie das Ding hochzudrehen. Aber wir haben halt mehr. Ob man irgendwie Fallschaden reduzieren kann, wenn man da oben runterspringt? Also es ist irgendwie... Ich meine, ich habe jetzt so Stiefel, die mich... Nee, ich habe keine Stiefel, sondern ich habe Ringe, die meine Schritte lautlos machen. Ob es auch sowas gibt, um Fallschaden zu reduzieren, wäre auch irgendwo sinnvoll. Gut, was haben wir eigentlich momentan ausgerüstet? Da wir gerade beim Thema waren, wir haben hier der Vinzenz Ring, kleine TP-Zunahme. Ja, auch gut. Gehört dem Blöde. Stärke und absoluten Willen. Angriff der Gegner nicht zurückschreckt. Wäre auch sinnvoll. Das bringt mir überhaupt nichts momentan. Wer Gefallen diesen Regen findet, wird sich freuen, wenn er entdeckt, dass er auf unsichtbaren Untergrund wie in Sümpfen, genau, Träger verbessert. Ich bin gerade aufhören, nicht runterzufallen. Weiß nicht wirklich, was das bedeuten soll. Nehmen wir es mal. Mehr als Schaden kann es nicht. Und was wir dann direkt nochmal ausprobieren und gucken, was geht, ist... Ich meine, ich habe ja gerade ziemlich viel drin, was ich nicht brauche. So wie dich zum Beispiel. Und dann nehme ich für dich einfach mal... Geht nicht. Ich habe die Medaillons gerade nicht zur Hand. Schade. Ich will den göttlichen Segen halt jetzt nicht benutzen. Der wird später bestimmt noch viel wichtiger sein bei irgendwas. Zum Beispiel, wenn ich wieder verflucht werde und alle meine Läuterungssteine aufgebraucht sind. Das ist ein Grund, warum ich gerade nichts habe, was ich einsetzen kann. Ich bin mir sicher, mein Pyromantie hat das auch viel zu langsam. Die wird nichts machen. Der Drachenkopf wäre auch zu langsam. Wobei, ich habe ein paar Minuten Zeit, um anzugreifen. Aber meine Ausdauer ist dann komplett weg. Und das ist auch nicht sinnvoll. Ich habe irgendwas erhöht. Ah, wahrscheinlich das sieht aus wie Wissen oder Wunder. Was? Ach komm, da ist eine Wand! Du hast halt bisher noch keinen Gegner wirklich geschadet. Außer mich, wenn ich angreife. Aber hey, ich bin ja zweitrangig. Gut, ich habe immer noch 9. So viel habe ich beim letzten Kampf nicht benutzt. Deswegen alles gut.
Allschild. Aber das Silberschwert macht halt wirklich verdammt viel Damage. Das ist der große Vorteil. Großer Nachteil ist halt, dass ich hier unglaublich viel Schaden von allen bekomme. Ich habe nicht getroffen. Natürlich. Okay, die Reichweite von dir ist auch relativ groß. Ich sollte eine Axt benutzen. Ich habe gelernt bei Fire Emblem, dass Äxte sehr gut sind gegen Speere. Vom Waffendreieck her würde ich gewinnen. Okay, Hallöchen. Ne, es geht nicht. Aber man kann den nicht kontern. Das finde ich ein bisschen unfair. Wahrscheinlich geht Backsteppen dann auch nicht. Hi ho. Wobei, vielleicht geht's. Vielleicht kann man sich aber einfach nur scheiße gedrückt. Ich meine, vielleicht ist bei dem auch an der Absicht der Zeitpunkt einfach schwer gewählt. Ach, Scheiße. Dieser Angriff ist aber auch voll geil. Also ohne Scheiß. Der sieht richtig nice aus. Ich muss auch mal den loben, weil bisher bin ich immer nur böse gegenüber Gegnern gewesen. Verständlicherweise. Aber Sachen in diesem Spiel sind halt voll nice, so wie das Ragdoll-System vom Hammer getroffen wird. Das ist auch einfach Hammer. Und hier ist übrigens ranlaufen auch besser. Was mal ganz kurz noch einmal mit gesagt haben, ich habe das mitbekommen. Von hinten! Au! Okay, alles klar. Soweit so gut. Das ist der meiste Schaden, den ich bisher jemals an diesem Ohrensteinritter gemacht habe. Versuchen wir es mal sinnvoll zu nutzen. Und einfach noch mehr. Ah, oh, fuck, das war noch Schlag mehr. Nicht gut, nicht gut. Achtung, großer Hammer kommt gleich wieder. Du bist Hammer, wie du dich bewegst im Outfit. Hammer, meine Mutter ist dünner als du. Absolut. Deine Mutter ist dünner als du. Jawohl. Doppeltes. Das heißt, ich komme mit Ausdauer weg. Okay, das ist. Damit darf ich mich echt nicht treffen lassen. Und da ist stehen bleiben. Eigentlich das Beste. So, ich wollte den gar nicht angreifen. Sorry. Aha. Jujut, Motherfucker. Ruft einfach nur und rennt mich halt um. So, einfach wegrennen ist nie eine gute Idee. Vor allem, weil Rennen schräg zur Kamera nicht funktioniert. Schnell heilen. Alles klar. Nein, nichts ist klar. Absolut gar nichts ist klar. Vor allem nicht, wie ich das hier irgendwie übernehmen soll. Und der ist Bauchplatscher gemacht. Wie geil ist der Typ denn bitte drauf? Okay. So, wir haben Ohrenstein mehr als zur Hälfte tot. Will ich nochmal ganz kurz gesagt haben, ohne mich jetzt irgendwie jinxen zu wollen. Aber das ist das Hammer halt tatsächlich. So, aufpassen. Schläge und wenig Ausdauer und so. Da kommt Mr. Fetty wieder angelaufen. Wie ist mein Stick immer noch ein bisschen komisch drauf, aber darf er sein. Ja, hallo, Ausdauer. Es war schön, dich mal gekannt zu haben. Schön, wie der Fetty mich verteidigt hat. Au, 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 au. Das war's mit Verteidigen. Okay, vorsichtshalber einmal heil. Das war eine dumme Idee. Hier stehe ich richtig scheiße. Im Hinblick auf alles und jeden. Nein! Ein Schlag zu Glory. Warte. Glory, hol dich. Komm, ne? Bist der Einzige, der denkt, dass er werfen kann. Friss das Feuer! Das war nicht ansatzweise sinnvoll. Egal, friss nochmal! Damit habe ich nicht gerechnet. Oh! Okay. Wieso muss ich immer recht haben? And that's the deepest final form. Hast du gerade deinen eigenen Bruder totgehauen? Hättest du das nicht eher machen können? Ah, look who has a great toilet now. Avengers Assemble! Oh, sagt mein Charakter einfach nur. Oh, das tut mir aber weh. Oh, ist aber. Gut, und so wie ich das Spiel kenne, ist wahrscheinlich verschiedene Gegner, je nachdem, was man macht. Kann man sich selbst zum Vorteil nutzen, das war halt den töten, der leichter zu töten ist. Also, immer das habe ich effektiv gemacht. Ich habe den, der schwerer zu töten ist, zuerst getötet. Wobei ich weiß halt nicht, was der für eine Form hat, wenn ich den anderen umbringe, weil das Donner war gerade ziemlich mies. Ich habe keine Option gefunden, da wegzugehen. Ich meine, blocken kann ich nicht, weil ich A, komplett Ausdauer verliere, B, der wird schneller dabei und C, der Donner trifft mich sowieso. Was habe ich jetzt eigentlich für erhöhte Werte? Muss mal ganz kurz irgendjemand mir sagen, können wir kurz abchecken. Ich sehe keine Werteänderung, wenn ich verschiedene Sachen auswähle. Das ist sehr, sehr schade. Ich hätte gern so geschaut wie bei Rüstungen und Waffen, einfach nur, dass mir hell leuchtend blau und rot angezeigt wird, was besser und schlechter ist. Übrigens, Silberritterschwert hat sich gelohnt. Das macht einfach fucking viel Damage. Mit meinem kleinen Rapierchen. Ich glaube, mein Controller will nicht so, wie ich will. Hätte ich das niemals so hinbekommen. Gut.
Übrigens, mein Ring hat nicht viel gebracht. Um das mal ganz kurz zu klären, ich glaube, der war nicht effektiv. Auch die Feuerbombe war halt einfach in keinster Weise sinnvoll. Muss man noch mit dazu sagen. Die war halt 90 Damage, Hälfte meines normalen Angriffs. Und wenn ich beide treffen würde, wäre es schon wieder sinnvoll, aber die stehen zwar häufig ineinander, aber halt Fatty McFatFat ist einfach so fett, wenn ich den treffe, treffe ich auch nur ihn. Und sonst nichts. Da kann ich mir eine Atombombe drauf werfen und da kommt sonst nichts anderes durch. Das sah verdammt episch aus. Das ist halt das Geile. Egal wie häufig du das Spiel spielst, egal wie häufig du verreckst, es gibt immer noch irgendwas Episches, was du beim Durchrennen halt noch mitkriegst. Übrigens, ja, ich weiß, du könntest jetzt die ganze Zeit die beiden Typen hier noch mitfarmen. Das wären 6000, 9000 Punkte, die wir kriegen würden. Nein! Ich bin doch gerollt. Ja, auf dem Boden, auf meinem Rücken. Könnten wir das nicht tun? Ich wollte eigentlich nicht den Weg nochmal. Ignoriert mich einfach. Bin eh unwichtig. Gut, ja, stehen bleiben darf ich dabei also nicht. Und du hörst gefälligst auf, dich aufzulachen. Ich trinke einfach deine komplette Flüssigkeit leer und dann ist gut. Du stehst einfach auch nur so da, chillst ein bisschen. Alles klar, sind mir die liebsten Leute, die einfach nur nicht wissen, was sie tun sollen. Außer verzweifeln. Haben wir irgendwas, was ich noch benutzen kann? Ich meine, wir haben auch kein Harz mehr oder so. Ich glaube, mit diesem, Elektroharz, wie es hieß. Goldharz, genau. Mein Harz aus Gold. Wäre es auch nochmal einfacher. Ich meine, wir brauchen jetzt schon relativ wenig Schläge. Das würde unsere Stärke nochmal verdoppeln. Wobei, das ist Donnerschaden. Die beiden greifen, denke ich zumindest, die beiden greifen die ganze Zeit mit Donnerangriffen an. Ist vielleicht nicht so effektiv. Gut. Ich hätte den Boss beim letzten Mal schon anfangen sollen. Wobei ich bin echt äußerst enttäuscht, dass ich den nicht kontern kann. Also entweder ich habe wirklich Scheiße gedrückt, habe nicht genügend Ausdauer, wobei es würde anders aussehen. Und man kann ihn wirklich nicht kontern. Ja, er ist größer als ich, aber ich dachte, es wäre möglich bei dem. Vielleicht haben wir bloß eine relativ geringe Zeit. Vielleicht soll ich kontern nicht aufgeben. Vielleicht soll ich damit mehr probieren. Vielleicht auch bei mehr Gegnern, auch gerade bei großen Gegnern. Ich meine, ich habe es zwar trotz häufiger Versuche bisher bei großen Gegnern noch nie auch nur ansatzweise hinbekommen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. So, das war nicht ganz so episch. Könnt ihr einfach wieder die Lanzen kreuzen? Das war so schön. Ich weiß, es ist eigentlich verboten nach Ghostbusters und jeglichem Porno ever. Aber man kann es auch trotzdem mal machen. Sieht bestimmt voll sexy aus. Für die Waffen. So, dann, was machst du? Okay, da sollte ich nicht getroffen werden. So ist nett. So können wir wunderbar miteinander verbleiben. Aber nein, du musst ja immer mit Bullshit anfangen. So, bleibt er jetzt tot? No. Okay. Da kann ich, glaube ich, auch einfach ausweichen. Der ist jetzt nicht so, als wenn der eine große Reichweite hätte. So, tschut, mal da fahren. Ich sehe auch, was der plant. Ich sehe halt genau, was die vorhaben. Die sind gut darin. Der eine stellt sich immer so hin, dass ich den anderen nicht sehen kann, wenn ich ihn anvisiere. Ja, gut, hat er wieder abgestorben. Immerhin einmal getroffen. Ich habe einen letzten Mal, sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich glaube 13 Leisten. Oh, die Unglückszahl 13. Heißt, ich brauche 13 Schläge nur. Wenn ich so treffe wie jetzt. Ich glaube also 26. Und beim anderen brauche ich weniger. Eigentlich sind die beiden voll einfach. Und vor allen Dingen, weil ich auch bemerkt habe, was ich noch ganz wichtig ist, ist anzumerken, wenn man den einen vorher trifft, bevor er sich verwandelt, bringt das nichts. Der ist dann sowieso wieder voll. Das heißt, irgendwie beide runterhauen, soweit wie es geht, dann einen umbringen und dann den anderen töten, ist kompletter Bullshit und Zeitverschwendung. Das habe ich schon mal mitbekommen. Das ist wichtig, weil es wäre mein erster, also mein nächster Plan gewesen, wenn ich wüsste, ach, die haben sowieso einen Superhelden-Modus. Wow, da ist mein extra DP jetzt wieder weg. Voll sinnvoll und so. Wenn ich das nicht gewusst hätte, wäre es mein nächster Plan gewesen. Gut, wir machen beide irgendwie auf einen HP, dann töten wir den einen, dann den anderen. Aber das ist halt auch Zeitverschwendung, Heilverschwendung, unnütz. Also der Weg dahin ist das Schwerste. Aber gut, der gibt mir Zeit zum Nachdenken. Wir könnten wirklich die Wurfmesser noch probieren. Nur mal so als Idee nebenbei. Das könnte funktionieren, wenn wir irgendwas hätten, was Donner halt negiert oder ähnliches damit macht. Wir müssen einfach Erde auf den Typen werfen. Ich nehme ein Glas voll Dreck mit. Und rat mal, was da drin ist. Gibt es das in dem Spiel? Ich würde dem Spiel zutrauen, dass irgendwie das Item Glas voll Dreck oder was ähnliches gibt und das nicht mal eine Anspielung auf Flucht der Karibik ist. Ich glaube, das kam auch, kann das früher oder später raus. Ist Dark Souls älter oder Flucht der Karibik?
Boah, ich habe absolut gar keinen Plan. Ich bin ganz schlecht mit Zeiten. So, links lang gehen hat beim letzten Mal relativ gut funktioniert. Probieren wir es mal nochmal. Ne, gerade Rüstung ausziehen ist, glaube ich, auch keine gute Idee. Ich meine, vielleicht brauche ich von... Das war knapp. Der Rüstung nicht allzu viel Verteidigung. Aber ich glaube, das bisschen, was ich kriegen kann, nehme ich gerne. So, probieren wir mal ein Ausweichen. So, wer kommt an? Wo kommt an? Du kommst an. So, das war auch schon mal schön. Oh, das war nicht so schön. Nach hinten bringt nichts, nach vorne rollen. Oh, hi Leute. Genau so. So ist easy. Da kann er nichts gegen machen, der Lutscher. Fuck. Erstes Verkommen. Ja, hab ja Zeit. Alles gut. Probieren wir trotzdem das Ding nochmal. Weil wir gerade dabei hatten. Wurfmesser. Ah, er hat angehalten. Auch nur, wenn er getroffen wird. Und der ist viel zu schnell, um getroffen zu werden. Also ist das relativ egal. Wir könnten jetzt, wenn ich wüsste, wie es geht, das Ziel wechseln. Der, das war irgendein böser Angriff. Das habe ich gesehen. Fick dich. Nein, er bleibt nicht jedes Mal stehen. Er hat sein Teammate mit weggeschleudert. Der kriegt ja keinen Schaden davon. Noch nicht. Aber, naja. Shit, 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 shit. Shit weg, Teddy. Donnerblitze sind böse. Immer schön ausweichen. Und, oh, dicke, fette Hammer in meinem Gesicht ist auch böse. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Muss beide sehen. Immer so ein bisschen zumindest, soweit wie es halt geht. Hier sollte ich sicher sein. Ich glaube, der macht da wirklich irgendwas Böses dabei. So, jetzt ein bisschen aufpassen. Oh, da, 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 da. Alles ist. Hinter mir ist irgendwie Wand. Roll. Nein. Tu mir das doch nicht an. Nein. Das ist doch nicht nett, was ihr hier macht. Run, Boy, run. Genau, so ist gut. So, sehr schön. Kommen wir mal ran auf den Meter. Mein geiler Peter. Und da bin ich halbwegs weggekommen. Ich habe die Hälfte meines Lebens verloren, aber ansonsten bin ich weggekommen. Okay, das war alles geplant. Das war Teil meines Selbstmordplans, der immer wieder wunderbar durchgezogen wird. Sterben ist, wie bekanntlich gesagt, Teil des Plans. Einfach zur Seite, einfach zur Seite. Ja, genau so. Wie gesagt, das ist Zeitverschwendung. Schön, dass ich es trotzdem mache. Oh, hi! Du, schon wieder hier. Alter, die Tech-Team-Kombos von denen sind aber auch einfach so... Oh, fuck. So nice. Aber halt auch wirklich so nice. So, hier können wir kurz rumlaufen. Ah, guck mal, doch, ich glaube, wir machen sich so ein bisschen zumindest staggern gegenseitig. Komm schon. Dankeschön. So, du müsstest jetzt irgendeine geile Situation haben. Dankeschön. Puh, wo springen wir? Hab ich ja schon mal gesehen gehabt. So, hallo mein Schatz, ich hasse dich. Du bist die Gicht und nicht... darf ich einen Schaden machen? Okay, ich mache bei ihm jetzt auch weniger. Aber mit solchen Fatty McFattys kenne ich mich aus. Da habe ich schon so ein paar Kämpfe erlebt. Tschutschutsch! Alles klar. Und die lachen auch noch zu zweit darüber, wie sie mich platt machen. Ja, ganz toll. Okay, ich darf nicht Tutschut machen lassen. Weil dann war's das. Wie viel Schaden macht das? 114. Ja, nein, wir nehmen das große Schwert. Kommen wahrscheinlich eh nur dazu, einen Schlag zu machen. Der kommt bis hinten. Ja, der kommt bis hinten, aber ist mir scheißegal. So, wunderbar. Das war... Was du der? Ja, ne? Von mir aus. Kann er mal machen. Kann man mal machen. Nun muss ich halt mal so sagen, wie es ist. Sieht geil aus. Macht Spaß. Also ihm auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, wie ich da wegkommen soll. Blocken kann ich es wahrscheinlich nicht. Ja, okay. Das ist das, was ich als Blocken machen kann. Dann ist das das, was ich mache. Gerne doch. So gerne wie die Sterne am Nachthimmel funkeln, gehst du down, Bitch! Wusste ich doch, ne? Wenn man den anderen töten soll, hätte ich eine bessere Waffe bekommen. Egal, mit Menschlichkeit, wunderbar, kein Problem, easy peasy, war ja nun nichts Schweres, ne? 50.000 Seelen, and we're back at 50.000! Pass auf, Boss, you don't say! Ist hier noch ein Antrag? Nee. Okay.
Achtung, Boss. Ist bis hier hinten hingeraten, um das hinzuschreiben. Dankeschön. Voll nett und so. Hey, hier geht's hoch. Geh nicht weg. Dankeschön. Wir müssen eben das Herrschergefäß bekommen. Und ich glaube, das sollten wir jetzt hier oben irgendwo... Ah, oh, guck mal, heiliger Raum für mich. Kann man natürlich während des Kampfes nicht hin. Oh, guck mal, ich kann Level aufsteigen. Voll nett und so. Also, erstmal entzünden. Also, wie gesagt, wenn einer tot ist, ist das voll easy. Ich brauchte zwei Versuche, aber trotzdem, ansonsten voll easy. Und wir können jetzt erstmal aufsteigen. Einmal Stärke noch und den Rest will ich einfach Beweglichkeit reinballern. Also ohne Scheiß. Einfach nur so ein bisschen mehr Schaden da rein und dann ist gut. Alter, meine Silberklinge macht jetzt einfach 100 mehr als mein Florett, weil ich das verstärkt hatte. Alles klar. Okay. Ich glaube, einfach nur jetzt Damage reinballern ist, glaube ich, das Schlauste in meinem... Ich bin schon relativ weit im Spiel, habe schon relativ viel einfach falsch gestackt, das gebe ich zu. Denke ich zumindest. Denke ich zugeben zu müssen. Daher ist es, glaube ich, ganz gut, jetzt einfach auf Schaden zu gehen. Mein Leben geht relativ ein bisschen mehr Ausdauer, wäre vielleicht noch ganz geil, um solche Sachen halt kontern zu können, falls das damit irgendwie zusammenhängt. Und ansonsten machen wir halt einfach... So, dann sind wir jetzt hier oben. Hier scheint auch gar nichts zu sein, oder? Vielleicht irgendwie eine unsichtbare Wand. Nein, warte, ne. Ein unsichtbarer Durchgang, formulieren wir es so, den ich einfach übersehe. Aber ansonsten ist hier einfach nur epischer Gang zum Zuschauen. Geht's hier zufällig in irgendeine besondere Richtung oder ist einfach nur dasselbe nochmal in Grün? Okay. Ob man hier irgendwo runterfallen kann? Also runterfallen, bestimmt. Aber ob das irgendwo irgendwas bringt, ist die bessere Frage. Vielleicht. Aber wir sollten Anno Dondo geschafft haben, ne? Pass auf, famose Kiste. Herrschergefäß, ich komme. Habe ich mir jetzt aber wirklich hart erkämpft. Schon wieder diese Ritterstatuen. Nur mal nebenbei gesagt. Und sexy. Das ist die, von der wir die Statue gesehen haben. Versuch's mit Geschoss. Wollte gerade sagen, können wir die umbringen? Niederknien. Bendeni! Okay. Das wusste ich. Praise the Sun! Jetzt verstehe ich das mit Praise the Sun, ne? Dank des Herrschergefäßes kannst du durch via Leuchtfeuer teleportieren. Dankeschön. Okay. Noch irgendwas? Können Eid leisten? Eid Wache der Prinzessin. Ah, was sagst du so? Warum sollte ich denn ein Eid zu dir leisten? Also, es gibt einfach zwei schlagkräftige Argumente, aber ansonsten. Okay, das hat man gerade eben, glaube ich, schon. Okay. Was bringt mir der Eid denn jetzt? Ich kann meinen Drachenkopf nicht mehr benutzen. Also können wir hinreisen und es wieder zurückholen. Das heißt, ich würde gerne mal schauen, was der hier so macht. Ich sehe Boobs erstmal Eid leisten. Ring des der Sonnenprinzessin. Okay. If thou so needest, I shall devote all to thine safety. May thou be one. Liegt wie eine leere Versprechung. Forevermore. Okay. Thou shalt seek a friend, the primordial. Okay, gut. Was genau? Ja, ja, okay. Raise the Sun! Woo! Alles klar. Und was genau macht dieser Ring jetzt? Ist gerade viel wichtiger. Dieser Ring wird kein leichter sein. Verstärkt. Oh, ist doch scheiße! Wer braucht den Ring der Wunder verstärkt? Ich hatte einen Drachenkopf! Drachenkopf? Oh, kann ich ihn noch anziehen? Nur so eine Asking for a Friend. Ah, kann ich immer noch.
Jawoll, ja! Dann ist mir egal, welchen Eid ich habe. Hauptsache, ich kann Drachenköpfe kriegen. Und mir wurde auch gesagt, wenn ich das weiter verstärke, kann ich den Rest meines Körpers auch noch zum Drachen machen lassen, was das Ganze stärker macht. Also, ich habe nicht nur Drachenkopf, ich habe viel Drache. Ah ja. So, wir können uns jetzt teleportieren, ne? Teleportieren! Wunderbar. Feuerbahnschrein war der Anfang. Sonnenlichtaltar, keine Ahnung. Anor Londo. Da sind wir gerade hergekommen. Finstermondgrab. War ich da schon mal? Schneidrache. Okay. Ist das der Drache, wo ich denke, dass ich jetzt hin will? Die Tiefen sind es nicht. Gemeinde der Untoten. Ich hätte gern ein Bild daneben, damit ich so ein bisschen weiß, was was ist. Aber warte, das sind... Schauen wir mal, was Steintrache war. Ansonsten, ich habe keinen Plan, wo wir jetzt lang müssen. Also wir können doch in das Gebiet der Untoten gehen. Wir können ins Drachental gehen. Darauf habe ich mich jetzt vorbereitet. Das würde ich auch gerne noch mitmachen wollen. Hey! Genau dich wollte ich sehen. Hier bin ich doch genau richtig. Darf ich dir einen Eid leisten, Buddy? Darf ich. Wobei, ich würde gerne noch wissen, was sie meint mit, sie wird mir im Problem zur Seite stehen. Also so Wiederbelebung wäre zum Beispiel sinnvoll. Aber ja, komm, Dracheneisen viel geiler. So viel steht fest. So, wir haben auch noch Drachensteine, glaube ich. Und ich meine, wenn wir es einmal da haben. Hier, bitteschön. So viel wie, ich habe zwei. Wow, danke, bitteschön. Viel Spaß damit. Was wir jetzt nämlich hier noch machen wollen. Ich habe da noch ein Haustier, was zurückgelassen wurde und das ich wunderbar streicheln durfte. Und das müssen wir ändern. Meine liebe Hydra. Ich komme hierher, um dich in mich aufzunehmen. Das klingt auch falsch. Töten. Um es einfach nur zu töten. So viel steht fest. Probier es zumindest. Ich meine, die hat verdammt viel Schaden gemacht und ich nicht. Aber ich glaube, es hat inzwischen gedreht. Also ich denke, ich sollte es jetzt hinbekommen können. Wir können dann hinten bei dem Leuchtfeuer uns wieder zurück teleportieren. Ich will nur die Seelen haben. Ein bisschen farmen ist, glaube ich, gerade gar nicht so schlecht. Wobei, ich mache eigentlich schon relativ viel Schaden, muss ich mal dazu sagen. Das Funkeltitanit. Das könnten wir uns holen. Wir könnten hier den Berg nach oben laufen und dann diese Abkürzung nehmen, die ich bisher noch nicht hinbekommen habe, zu den, den Funkelnden, Schildkröten, das beschreibt es am besten. Da könnten wir hingehen und die könnten wir auch machen. Da könnten wir Funkeltitanit farmen, dann das Silberschwert weiter verbessern und damit viel Damage rausdrücken. So viel ist, glaube ich, relativ klar. So, hi-ho. Ich werde euch wieder nicht angreifen können von hinten. Wie viel Schaden mache ich? Ah, das ist doch mal mehr als früher. Meine Krummsäbelzeiten haben sich aber sowas von verabschiedet. Endlich können wir die Typen hier sinnvoll umbringen. Jawoll, ja. Hat der dann, haben sie nicht auch Funkeltitanit gegeben? Nur mal so als Frage nebenbei. Habe ich nicht von denen so viel bekommen? Habe ich nicht meinen Sieg gerade eben denen zu verdanken? Um meiner Suche nach Läuterungsstein am falschen Ort? Es ergibt alles einen Kreis. Gerade die Happy Time in der Kirche. Aber das ist zweitrangig. So. Ha, Wildnisse. Schau mal, wie gut wir gegen die sein können. Erstmal würde ich hier wieder sagen, dass es... Erstmal schauen müssen, welches Schwert sinnvoll wäre. Und danach können wir schauen, ob wir den Bogen benutzen. Ich weiß nicht, Bogen, ist das so sinnvoll bei dem? Ich meine, der kann sich bewegen. In der Regel ist Bogen immer nur geil gegen Leute, die halt nicht allzu viel bis gar nichts machen. Dann würde ich doch gerne da drüben gegen dich kämpfen, da bin ich gerade am falschen Ort. Nur mal so nebenbei. Oh, da kommt sie. Okay. Sorry, meine kleinen Muscheln. Es war so schön mit euch. Ich habe euch auch beinahe vermisst, aber jetzt werdet ihr einfach weggewassert. Jetzt seid ihr mit allen Wassern gewaschen. Noch so ein Bad, um es mit dabei zu haben. So. Hallo, Schätzelein. Oh, hier sind wieder Leute gestorben. Welcher Lappen stirbt denn bei sowas hier? Ich meine, die können doch gar nichts. Ah, das ist ein schwerer Schlag. Ja, das ist... Ah, ergibt Sinn. Das ist dasselbe wie... Auch die komischen Ritter haben. Dürfte ich ein bisschen schneller laufen? Ich meine, das war doof. Ja, da dachte ich mir, da kommt gleich was. Das ist, ah, das... Ah, das ist gestorben. Renn doch! Dankeschön. Heilung. Und das ist immer noch die scheiß Melodie von Kingdom Hearts. Ich komme da immer noch nicht drauf klar. Funkeltitanit. Das ist aber schön. So. Also, lassen wir erstmal kurz ein bisschen Wasser speien. Wasser kommt wahrscheinlich nur, wenn ich weit weg bin. Ansonsten macht sie diesen wilden Wischwaschangriff, den ich jetzt euch gleich mal kurz zeigen werde. Easy. Alles klar. So. Wie nah kann ich rangehen, ohne Probleme zu kriegen? So kann ich schon mal nicht treffen. Alter!
Yo. Wird schwierig, keine Probleme zu kriegen. So viel können wir jetzt schon mal zu sagen. Ich weiß nicht, ob man so ein Vieh wirklich im Nahkampf platt machen sollte. Ah, hier ist relativ gut zu stehen. Und wir machen nicht sichtbaren Schaden. Das ist doch toll. Aber ich habe gerade Ultra-Instinkt-Style allem ausgewichen. Jawoll, ja. So einfach ist das. Hab ich. Oh, fuck, ich hab gerade den Kopf abgeschnitten. Sorry, wollte ich nicht. Jetzt habe ich keinen Angriffspunkt mehr. Das war nur selten dämlich. Egal, hier kann ich noch. Und die nächste Sache. And another one bites the dust. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Ah, hier kann ich nicht stehen bleiben. Das heißt, ich muss hier rübergehen. Okay. Sollten da nicht irgendwie zwei nachwachsen? Hast du da nicht so die Hauptursache von Hydras entdeckt oder vergessen? Nachwachsende Köpfe und nicht wegbleibende Köpfe? Übrigens, by the way, Heil Hydra! Um es nicht zu vergessen. Hier kann ich nicht hoch. Egal. Wobei, ganz so egal. Doch, hier drüben kann ich treffen. Wunderbar. Es muss scheiße. Wir müssen ein bisschen nach links gehen. Ich habe hier keinen Platz, um mich zu bewegen. Bisschen scheiße. Es ist auch doof, wenn einfach vor mir so nix rumflattert. Nur mal so nebenbei gesagt. Könntest du nicht so ein bisschen... eigentlich so weit werfen? Ne. Nicht mal ansatzweise. Genau, wollte sagen, die kommen doch auf denselben Weg zurück, wie sie losgeflogen sind. Das ist ja gar nicht so schwer. Ernsthaft. Wenn man nicht gerade beim ersten Mal One-Hit weg ist und so ein bisschen Platz gefunden hat zum Angreifen, könnten wir das mit dem Anvisieren vielleicht lassen. Also wenn ich nicht einzelne Körperteile anvisieren kann, dann ist das hier gerade richtig so gegen die Front zu gehen. Mal kurz schauen, hier drüben sieht gut aus. La 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 li, la 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 loop. Wunderbar. Es ist immer noch Kingdom Hearts. Es ist so hart abgekingen im Hearts. Oder hat Kingdom Hearts abgedarkt Souls? Ich weiß es nicht. Jetzt kannst du anvisieren. Und la 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 la. Hi. Hö. Komm schon, ich weiß, du willst hier lang gehen. Dann tu es halt nicht. Es ist echt schwierig zu treffen inzwischen. Weil es halt einfach so... Oh, hier kommt eins gleich lang. Weil es einfach so überall sein kann. Da kommt der Kopf zurück. Dann dreh dich halt, Kamera. Ich wollte ja sowieso nicht in die Richtung angreifen. Hier wäre, glaube ich, irgendwie Stumpfschaden relativ geil gewesen. Ich sollte also meine dummen Witze benutzen. Ich habe den Schaden nicht mehr gesehen. Ich glaube, in meinem momentanen weiten Spiel sind Brandbomben nicht mehr ansatzweise so geil wie früher. Da drüben! Attack! Jawohl! Vor Wobei immer so lustlos schreien. Komm schon, ich weiß, du willst hier lang. Ich weiß, du willst hier lang. Nicht einen Schritt. Nicht rein. Schritt zu viel. Kein Schritt zu viel. Komm mal ein bisschen ran. Cutie! Ich weiß, du willst es. Willst du nicht... Wie soll ich denn da rankommen? Also jetzt mal ernsthaft. Ach, du greifst automatisch den Boden an. So soll ich da rankommen. Na, dann ist alles klar. So, ein bisschen hinter mir. Sehe ich das richtig? Ja, bloß zu weit. Weil ich glaube, ich muss jeden Kopf einzeln abschlagen. So wie es bisher aussieht, vom Leben her, Anzahl verbleibender Köpfe. Ey, kein Wasser. Selbst das ist jetzt kein Problem, wenn noch drei Köpfe da sind. Ich glaube, das könnte mich nicht One-Hit machen. So ist gut. So nicht. Wenn mich das in den Abgrund jetzt stürzt, dann bist du an meinem Tod schuld. Denkst du, ich kann jetzt da hinten nichts gegen dich machen? Friss meine Wurfmesser! Oh, ich kann wortwörtlich nichts gegen dich machen. Das macht der nicht. Wenn's gut trifft. So, hier ist gut. Komm schon, wenigstens einen. Vielleicht noch einen zweiten. Jawohl, da ist der nächste Kopf. Schön, schön, schön. Kurz nochmal heilen. Dann wieder ein bisschen ranlaufen. Komm, ich will kein Wasser von dir. Du bist feucht, ich weiß. Ich habe feuchte Träume von dir. Und Heil Hydra ist immer noch die beste Aussage. Aber so weit komme ich nicht. Immerhin einmal getroffen. Es ist halt die Zapfen. Ich glaube, ich muss noch zwei Köpfe abschlagen. Dann sollte das eigentlich gereicht haben. Aber man hat Sprintangriffe. Wie viele Stunden habe ich jetzt schon gespielt, wo ich das jetzt mitbekommen habe? Viel zu viele. Komm schon. Jawoll, ja. Da ist der nächste weg. Das könnten wir jetzt theoretisch auch mit Wurfmessern machen. Und mit Pfeilen. Nur so eine Idee nebenbei.
wie man einfach keinen Gegner mehr sieht hier. Oh, das war das Hintergrundteil. Und da komme ich nicht hoch. Wir müssen ein bisschen nach links gehen. Tut mir leid, Hydraleinchen. Hier drüben können wir nicht kämpfen. Hier komme ich nicht an dich ran. Kannst du mal bitte nicht das Wasser reichen? Dankeschön. Ja, genau so. Und das nehmen wir nochmal. Dam, dam, dam. Dankeschön für deine wunderbare Hilfe für ungefähr 15 Parts. 10 Parts, irgendwie so. Zwei Drachensteine, dankeschön. Und es sind nur 10.000 Seelen. Ich habe mir mehr erhofft. Viel mehr erhofft. Aber gut, dann haben wir das. Wir könnten jetzt da hinten hingehen und die beiden Drachensteine benutzen. Was ist denn kürzer? Ich glaube, wir sind genau in der Mitte. Ah, gut, dann gehen wir da hinten hin, teleportieren uns wieder zurück. Geben die drei Drachen, die zwei Drachensteine zurück, kriegen vielleicht ein neues Körperteil beim Drachenkopf, was mir vielleicht noch weniger bringt, aber es ist egal, ich will zum Drachen werden. Nenn mich Targaryen! Mag meine Familie. Und dann gibt es noch andere Bosse, die ich erledigen wollte, die ich bisher irgendwie habe stehen lassen. Eigentlich nicht. Das hier war ja eine Ausnahmesituation, weil ich ja unbedingt die dachte, hier Erläuterungsscheine zu kriegen. Wir könnten hier Funke-Titanit fahren. Ich habe jetzt schon zwei bekommen, mir fehlt also noch zwei, also einmal nochmal durchgehen theoretisch. Und dann könnte ich theoretisch die Silberklinge nochmal eins verbessern. Und ich meine, die ist halt irgendwie auch verdammt stark, muss man nebenbei gesagt. Dann war das hier der Steindrache. Wirklich viel Stein hat er zwar nicht an sich, aber gut, was soll's, nehmen wir trotzdem. So, was können wir noch machen? An sich war das so das Einzige, was ich noch Wichtiges mit erledigen wollte. Jetzt müssen wir wirklich versuchen, neue Wege zu finden. Hier nochmal zwei für dich. Sexy! Nimm meine Steine! Sind deine Nierensteine, darfst du gern behalten. So, und ich glaube, wenn ich den Eid wieder rufe, gehen alle meine Drachensteine verloren. Deswegen war das wieder auf Null. Gut, passiert. So. Kammer der Prinzessin. Da waren wir gerade drin. Das ist das Ding da ganz oben. Arno Londo müssen wir nicht. Die Tiefen. Was waren die Tiefen? Keine Ahnung. Aber wo will ich denn hin? Ich will zum Drachental wollen. Das wäre Schandstadt. Schandstadt gibt's hier nicht. Schauen wir einfach mal zu den Tiefen. Ich meine, ich kann mich notfalls wieder zurück wegteleportieren. Ich müsste wahrscheinlich mit der Schlange reden. Hat sie mir sogar gesagt, geh zur Schlange und dann weißt du, wo du lang musst. Ach nein, die Tiefen waren. Die Untiefen! Das war der Ort, wo hieß, Achtung, du wirst sterben. Ja, nein, hier gehen wir wieder. Hier will ich nicht sein. Kann ich auch zu diesem Typen, der die ganze Zeit schmiedet? Das ist nicht, das nicht, das nicht. Schau mal zum Sonnenlichtaltar. Also, wenn ich zum Schmiedehammer-Typen gehen könnte, wäre das verdammt nice. Einfach nur, weil wir halt sinnvoll Sachen kaufen könnten, aufwerten könnten und einfach der Shortcut da wäre. Das ist zumindest nah genug. Ein Drache! Oh, ich wusste doch, wir haben noch was vergessen hier. Da war doch noch so ein netter kleiner Dude. Au, das war genau in den Steiß. Zweimal. Oh mein Gott, er ist da. Man, hier waren wir lange nicht mehr. Und die hat mir alle gesagt, ich muss so auf den Scheiß, wie war das, Schwanz schießen. Und dann soll dir eigentlich schon drauf gehen. Willst du das wirklich? Oh, du willst es wirklich. Okay. Ich find's geil, wie ein Schlag von mir jetzt ausreicht, ihn zurückweichen zu lassen. Jetzt bin ich der Ritter hier. Der Ritter Hotzeplotz. So. Ich höre da genau jemanden laufen. Nur mal so nebenbei gesagt. Egal. Wird schon nichts passieren. Also, wir haben jetzt einfach nur, weil ich es mal testen will und hier der beste Ort ist zum Testen, den Drachentöter Großbogen. Weil ich weiß, dass es funktioniert, haben wir allerdings auch noch den Kompositbogen. So. Dann hätte ich hier gerne einmal neben den normalen Pfeilen. Ich habe nur 5 Drachentöterpfeile. Wir müssen uns einfach noch mehr kaufen. Die werden nochmal ziemlich viel kosten. Ist jetzt die Frage, ist ein Drachentöterpfeil... Ich treffe von hier aus nicht sinnvoll, ne? Okay, dann nehmen wir dafür nicht den Drachentöterpfeil. Dann nehmen wir hier den normalen. Das sollte ja genauso gut funktionieren. Ach ja, das war das Problem. Weil er immer wieder zurückspringt und man dann Ewigkeiten warten muss, man wieder neu schießen kann. Deswegen dachte ich ja so ein bisschen, dass man da... Nein, na, komm. Zielen. Nicht genügend Schaden macht. Vor allem, weil ich immer noch zu doof bin, um zum Treffen. Daran hat sich seit damals nichts geändert. So, dankeschön.
sehr, sehr leistungsfähig. Ich habe halt keinen Bock, gegen jemanden zu kämpfen, dessen Leistung ich nicht sehe. Es ist vielleicht das Einfachste, so den Platz zu machen. Das ist, kann durchaus sein. Vielleicht nur der einzige Weg, den Platz zu machen. Das kann auch sein. Wir sollten erst das Flakon nehmen. Du hast ihn nebenbei gesagt. Beide Hände. Pfeil auflegen. Pfeil auflegen. Oh, nicht. Nicht die. Nicht die. Die hier. Pfeil auflegen. Nying. Bam, Bitch. Das hat ihm zumindest wehgetan. 166 Damage scheint nicht so wenig zu sein. Das heißt, es macht wirklich sinnvoll Schaden. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch dadurch so viel kriegen, dass sich das auch im Endeffekt lohnt. Und dann wird sich das auch, okay, warte, ich muss... Nein! So. Hi, ho. Das macht halt auch nicht genügend. Es macht halt nicht mal ansatzweise genug, um da viel abzuziehen. Ich sehe den Effekt wieder nicht. Wir könnten wieder so versuchen, ein bisschen so einen Headshot zu machen. Wenn er kurz stillhält, soll das gehen. Das ist nicht ganz stillhalten. Wir könnten ja auch einfach normal angreifen. Wisst ihr, wie viel Schaden ich ihm normalerweise drücken würde? Also, denke ich mal. Das ist meine stärksten Waffe. Hier nochmal im Kopf schießen. 182, okay. Also zumindest scheint es zu stimmen. Wir können damit den Drachen töten. Das ist mir schon mal persönlich äußerst lieb. Weil das ist wieder so ein Monster, wo ich mir dachte, ja, den würde ich sehr, sehr gerne tot sehen. So. Das heißt, wir müssen einen normalen Pfeil nehmen. Normalen Bogen. Und jetzt Seelenverschwendung mit den großen. Oh, da kommt nochmal Feuer. Dracarys! Schrie der Drache und brannte alles nieder. Mehrfach. Okay. Wollte gerade sagen, willst du nicht wieder auf deinen hohen Thron gehen? Nein? Sehr schade. Ich hab grad Spaß daran. Was ist los, Buddy? Oh mein Gott. Er hat mehr als einen Angriff. Das ist los, Buddy. Wenn wir dabei sind, gerade eh Zeit haben, können wir nochmal die große Waffe nehmen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach so ein... ach komm, nehmen wir Rikard Segen, der ist gerade näher. Ja, Achtung, Feuer. Ich will nicht, dass sie die drei Drachenfeuer jetzt für umsonst waren. Mehr Feuer. Einfach nur aufpassen. Nicht verbrennen. Oberste Regel. Kampf gegen einen Drachen. Chillen und nicht verbrennen. Eigentlich muss ich nur warten, bis ich irgendwo angreifen kann. Könntest du bitte wieder auf deine normale Standardposition gehen? Das war voll einfach damit. So, du müsstest doch jetzt irgendwie da sein. Genau. Da könnten wir auch wieder schießen. Warum triffst du denn? Ich habe das Gefühl, dass ich gerade festgefahren bin. Dass irgendwie nichts mehr so funktionieren sollte. Oder funktioniert, wie funktionieren sollte. So, da. Genau da wollte ich doch haben. Hat er sich gerade verteidigt? Scheinbar, ne? Ich würde halt schon ganz gern einmal so normal zustechen. Aber wenn er mit dem Silberschwert. Das macht so viel Schaden inzwischen. Ja, das ist noch weiter oben, ne? Lalalalala. Wenn sich damit heilt, wenn er sich da so zusammen kauert. Keine Ahnung. Ich weiß immer nicht, ob Heilung hier mit irgendwas anderes geht, außer mit Estus Flakons. Deswegen bin ich da immer wieder sehr verwirrt. War das wirklich nötig? Ja, das war nötig. Das musste sein. Danke der Nachfrage. Nein. Okay, das macht gar nicht so viel Schaden wie gedacht. Ich komme zwar an den nicht ran, aber so grundsätzlich sieht es nach einem machbaren Gegner aus. Also sogar im 1 gegen 1 Kampf. Nur halt nicht, wenn Feuer dabei ist. Roll runter. Dankeschön. Kommt zurück. Ich glaube, er wäre schon dreimal tot, wenn... Oh, nee, auch nur normal. Alles gechillt? Du bist wieder... Ja, danke schön. Wenn ich einfach nur so Pfeile schießen würde, vor allem über den Kopf treffen würde, wäre er wahrscheinlich schon zwei, dreimal tot. Nehme ich mal an. Oh, nein. Komm schon. Roll. Nicht hier sterben. Dankeschön. Hab noch 5 Estus Flakons. Alles gut.
Er hat schon mehr als die Hälfte seines Lebens verloren. So. Das wird nix. Ah, es wurde was. Ich hab sogar noch getroffen. Jawoll! Dann wäre ich hier zum Sniper King. Hi. Okay. Okay. Ich habe das Gefühl, als wenn ich da nicht vorbeischießen könnte. Ich weiß nicht, wie dieses Gefühl kommt, aber ich glaube, es entspricht der Realität. Könnt ihr bitte irgendwas anderes sehen, außer mein Zielkreuz, während ich gefickt werde? Dankeschön. Bald. So, komm, wechseln wir nochmal ganz kurz. Runterrollen. Das ist ernsthaft ein One-Hit-Kill? Selbst bei mir jetzt noch? Ach, der hatte doch schon nicht mehr so viel. Ja gut, dann war es meine Drachenpfeile. Gut, das funktioniert grundsätzlich. Wir gehen zurück zum Feuerbandschrein. Weil ich auch einfach immer zu viel will. Der wäre halt wirklich einfach nur Pfeil, 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 Pfeil. Ich rauche an der Zeit. Pfeil, Pfeil. Ich rauche nicht, weil es gefährlich ist. Trinke Alkohol. Pfeil, Pfeil. Okay. Gut. Aber nein, ich sehe, du musst ja auf die Brücke rennen und den 1 gegen 1 Kampf erledigen wollen. Wo er es wahrscheinlich wirklich noch schneller wäre. Egal. Hi, ich habe das Herrscher gefixt. Heavens, you have done it. You have retrieved the Lord Vessel. After 1000 years, it is you. It is really you. Okay. Ja, was ist los? Red mit mir! Forgive me. I really should calm down. Now, ja. Take that vessel on a journey. I assume that you are ready. Now, be still. Wir könnten dafür auch einfach DHL nehmen. Da, die sind gerade momentan voll verlässlich. Vertrau mir, das sind die wirklich. Was tust du mit mir? Was sollte das denn jetzt? Okay. Wobei, eigentlich nicht okay. Eigentlich absolut nicht okay. Das sieht lächerlich aus. Das sieht äußerst lächerlich aus. This is the Firelink Chamber for the successor of Lord Gwyn. Now, place the Lord Vessel on the altar. Okay. Warum genau machen wir doch mal genau das, was der Typ sagt? Nur so eine Frage nebenbei. Was haben wir hier noch? Wir haben... Gelobt sei die Sonne! Ich sehe jetzt nicht wirklich viel Sonne, aber okay. Kann ich mich jetzt immer noch teleportieren oder nicht mehr? Hier habe ich das Teil mit mir rumgetragen. Unwichtig. Ich hätte meine Maske aufziehen sollen. Was auch immer wir getan haben, ich glaube, es war wichtig. Oh mein Gott! Alles klar! Oh, ich dachte, es wäre ein DLC gewesen. Okay. 3 Stück. Alter, der hat die Steckdose gepasst, der Junge. So, wir können auch da dran rasten. Okay. Ich habe keine Fürstenseele, alles klar. Das dachte ich mir schon. Und wir haben auch allgemein keine Seelen. Wir können runterscrollen, können wir nicht. Gut. Wir haben jetzt gesehen, wo wir hin müssen. Das eine habe ich erkannt, das war, wo ich schon meinte, das ist ein DLC-Ding. Das andere war die Hölle. So sah es zumindest farbentechnisch aus. Warum sind die eigentlich so viele von denen auf einmal? Muss ich jede davon füllen? Steht da jede davon für irgendeinen Boss? Das kann natürlich auch sein. Und hier ist einfach Tod und Verderben. Hier ist Tod und Verderben. Da gehen wir nicht lang. Könntest du mich wieder hochbringen? Very well. As Kingseeker, I shall now instruct you, the Lord's successor, in your next task. To achieve your fate, fill the vessel with powerful souls. Commence your yep, dachte ich mir schon. Soul of wind. Scarce few possess such brilliant souls. Grave Lord Nito, da weiß ich, wo wir lang müssen. Das ist wahrscheinlich bei den Toten vorbei.
inherited the shards of Gwyn's soul. Jetzt müssen wir nach Neulondo. Former confidant, Seath, the Scaleless. Das war, glaube ich, ein Drache. All of their souls are required to satiate the Lord Vessel. Are you ready? Then we shall return. Stay still for a moment. Okay, also, wir müssen auf jeden Fall bei den Toten rein. Da werden wir irgendwo lang. Ich weiß nicht, warum die die drei Dinger gezeigt haben, weil ich jetzt keinen Plan habe, warum ich da lang muss. Ich weiß, dieser Seath, der Schuppenlose, ist da bei dem Donnerdämon, Donnerstein-Ding unter dem Schmied. Da lang kommen wir dorthin. Was ist mit deinen Ohren, / deinem Mustache? Der sieht nicht gut aus. Danach den Schuppenlose unter dem Schmied lang. Gwyn, oder wie auch immer der hieß, ist da drüben. Nein, Gwyn war der ganz unten. Nito ist da drüben. Das sind die zwei, wo ich weiß, wo wir lang müssen. Und dann ein dritter ist, glaube ich, hinter dem, wo wir vorhin waren. Und da gab es noch die von Neulondo. Da waren wir auch nicht. Jetzt bin ich überfordert. Er hat mir drei Namen genannt und ich kenne fünf Wege. Okay. Würde ich sagen, nehmen wir erstmal das, wo ich die ganze Zeit schon nicht lang gehen wollte, weil, oh mein Gott, sie sind alle untot. Aber hey. Ich mache scheiße viel Schaden und ich habe eine Pyromantiehand. Let it rain fire! Auch wenn ich immer noch in die falsche Richtung hierbei laufe, aber was soll's. Ganz kurz nebenbei habe ich inzwischen bessere Schilder. Ich habe da unten so ein Schwarzeisenschild, wofür wir. Never mind. Alles klar, ignorieren wir. So, wie gesagt, eine Maske wäre ganz cool, damit meine Herzlichkeit nicht ganz so zustande kommt. Das ist wie im echten Leben. Mit Maske sehe ich immer. Fick dich, besser aus. So. Meine lieben kleinen Untoten. Wir sollten das gegen die großen Untoten benutzen. Ich habe nicht allzu viel Pyromantiehände bereit. So. Hi. Alles klar. Ich glaube, wir sind bereit dafür. Das sollten wir hinkriegen. Wobei, es sind erst noch die Vorgänger. Ich meine, es wird ja noch wesentlich schlimmer, wenn du einmal da unten ankommst. Muss ja nochmal mit dazu sagen. Es gab irgendwo. Da, hier links. Okay. Meine Items habe ich alle schon mal geholt, hier war schon mal, da hatte ich Angst, weil, oh mein Gott, es ist so dunkel. Und oh mein Gott, hier waren irgendwelche Scheißviecher, glaube ich. War es hier nur dunkel? Ich glaube, es war hier nur dunkel. Gut, dann spacken wir mal ins Dunkle ab. Immerhin habe ich eine Fackel dabei. Die Katakomben. Ah! Habe ich mich nicht genau... Bist du gerade gestorben? Nein. Aber habe ich mich nicht genau vor dir schon mal erschreckt? Okay, wo du bist, ich hasse dich. Das sind fliegende Totenköpfe. Und du wirst wiederbelebt? Could you fucking not? What the... Whoa. Kommst du nochmal wieder? Da ist wieder der Totenkopf. Hier wäre ein Bogen, also scheinbar gar nicht mal so scheiße. Ich kann ihn auch nicht anvisieren. Die fliegen einfach rum und explodieren random. Alles klar. Klingt nach einem fairen Gegner. Ah! Du. Oh fuck. Das war mein Gesicht. Nein, mein Bauch. Keine Ahnung, aber es tat weh. Sie können kontern. Und die haben auch alle leuchtende Köpfe. Das war bisher immer ziemlich Zeichen für stark. Hier ist die Leiter, die ich gesucht habe. Wollte gerade sagen, hier ist bestimmt irgendwo eine Leiter. Ich krieg nicht mal Seelen für die. Die gehen halt nicht mal ansatzweise drauf. Wir werden nachher einfach 1000 Gegner haben, die mir alle hinterherrennen werden. Zumindest kann ich mich jetzt zurück teleportieren. Das ist der einzige Vorteil von all dem. Ich will nicht. Ich bin eigentlich voll nett. Hast du dich... Hat er sich gerade einfach umgerollt, um mich umzubringen? Okay. Mach halt. Roll mich doch. Könnten die einfach tot bleiben? Warte. Vielleicht damit. Brenn mehr! Auch da kriege ich keine Seelen. Die Viecher kommen einfach immer und immer wieder. Was ich hier tue, ist nicht sehr effektiv. Gibt's irgendwas, was sie tot lässt? Oder... Könntest du auf mich umzurollen? Dankeschön. So. Dann... rennen wir halt schneller. Hilfe? Hier ist eine Sackgasse. Hier geht's lang. Heil. Rennen. Ich kann halt nichts gegen die tun. Ah, hier kann ich auch nicht rasten, weil... der Necromancer. Alles klar, ich dachte, die zerfallen jetzt einfach. Aber jetzt sollten theoretisch alle drauf gehen, ne? Ja! Fick dich! So, haben wir das geklärt. Noch einer?
Will noch mehr ein Stückchen von mir? Dachte ich mir. Weil ihr nämlich alle nicht wisst, wann genug ist. Euer Boss ist tot. Egal, was ihr jetzt vorhabt, es bringt euch nichts mehr. Ich muss ganz kurz. Fuck, jetzt wäre irgendwie so ein Rapierschlauer gewesen in so einem engen Gang. Fuck, ich habe mich kontern lassen. Okay, sehr gut. So. Okay, war ein Item. Ein Fähnchen. Viel zu spät. Viel zu spät. Gut, heilen wir uns kurz. Das war doch schon mal. Ich dachte gerade, die kommen schon wieder zum Leben. Dann Leuchtfeuer entzünden. Das können wir machen. Kein Ding für einen King. Rasten wir kurz. Ich nehme an, wir müssen den Necromancer wieder töten. Müssen wir tatsächlich nicht. Gut, was bist du? Hebel sollte man immer erstmal drücken. Was kann schon schief gehen? Wir haben von oben die Tür runter. Wie geil ist das denn? Okay, und die kommt trotzdem wieder. Der Necromancer ist nur dafür da, dass sie auch wirklich wiederkommen und nicht irgendwann aufhören, mich zu ärgern und zu verarschen. Alles klar. Ich kriege viel zu wenig Seelen. Es fühlt sich nicht so an, als wenn ich hier gelevelt für wäre. Aber gut, können wir mal easy alle umbringen. So, versuch's mit Distanzkampf. Ich habe den Necromancer gefunden. Ich hab da doch was Schönes im Parat. Nennt sich Bogen. Ist immer gern gesehen und voll schön mit dabei. Ich brauche trotzdem meinen Rickards Degen. Hier wird nachher wieder ein enger Kampf kommen mit wenig Platz. Würde ich gerne vorbereitet sein. So. Ich habe gehört, Headshots sind toll. Schreit er. Tat das weh? Das tut mir aber so überhaupt nicht leid. Zack, ist weg. Gut, es ist wichtig, dass wir die Necromancer immer zuerst töten. Da oben ist ein Item. Dich sehe ich genau. Mit seinen... Ah, oh, das macht keinen Schaden. Okay. Dann kommt er angewackelt. Wie geil. Oh mein Gott. Irgendjemand ist hier... Tausend Leute sind hier gestorben. Ich mache keinen Schaden mehr. Gut, ich habe nicht mehr das Silberding, aber... Ich gebe auch nur 200. Das ist Silberschwert wahrscheinlich wirklich besser hier. Also, dann ist er so viel stärker, dass ich das einfach benutzen muss. Obwohl ich mir den anderen Degen so hart erkämpft habe. Das ist ein bisschen schade. Ich habe den Degen echt gemocht. Der war geil. Dafür, dass er gefühlt keinen Schaden gemacht hat, habe ich verdammt lange damit gespielt und fand ihn verdammt cool in der Zeit. So, ist weg. Wunderbar. So, Ezra Flakons können nicht nachgelegt werden. Ey, Traux, kommt mal her. Ich weiß, ihr seid hier drin. Irgendjemand rausgelaufen kommt? Nein, das ist aber sehr schade. Ah, ich sehe da eine Abkürzung. Nee, was ist das? Das sind spitze Dornen. Keine Abkürzung. Es ist instant kill. Hi, Buddies. Hi, Double Buddies. Schauen wir mal, was hier so drin ist. Natürlich. Natürlich ist da sowas drin. Wer sollte auch sonst da oben rumhampeln? So, der neben mir wird wahrscheinlich auch gleich nochmal ein Stückchen von mir haben. Gegen sowas wäre schon wieder der Degen wieder besser. Ist einfach halt schneller als die. Das ist in der Regel schon äußerst sinnvoll. Und auch außerhalb der Regel. Ich brauche gerade eh keinen Bogen mehr. Den können wir wieder ausrüsten, wenn es passt. Wird einfach für den Nahkampf lieber vorbereitet sein, als zweimal für den Fernkampf. Also, das war... Ihr wisst, was ich meine. Lieber zweimal Nahkampf Auswahlmöglichkeiten haben, als einfach nur dann im Nahkampf sterben. Weil bei Fernkampf habe ich meistens so 3 Stunden Zeit, um die Waffe auszuwählen, rauszusuchen. Kann mich irgendwo verstecken und dann in den Kampf gehen. Brauche ich jetzt die ganze Zeit mit mir rumzutragen, nur weil es mein Item-Slot zuballert. Die können wir auch noch abschießen. Aber ich glaube, wir kommen nachher auch noch da hochgelaufen. Hier sind wieder 1000 Leute gestorben. Wieso? Wobei, eigentlich will ich Pyromantie... Ah, deswegen. Die Pyromantie hat halt immer noch am besten. Einfach nur, weil die Gegner halt direkt zerfallen. Da hinten leuchtet irgendwas. Ich habe inzwischen Angst vor leuchtenden Sachen. Da kommen wir bestimmt irgendwie hoch und ich weiß gerade noch nicht wie. Das ist eine Falle. Ja, war klar. Als wenn das Spiel mich mit sowas inzwischen noch reinlegen könnte. Da muss schon so ein bisschen mehr kommen, um mich so außer Fassung zu bringen. Ein Falkenschnabel. Nice. Die Waffe meiner Familie. Herzlicher Falk. So. Hätte da nicht das komplette Bild gewackelt, dann hätte ich nicht gedacht, dass da was kommt. Gut. Ich kriege halt 100 Seelen für so einen Kill. Das ist halt... Keine Ahnung, warum wir gerade hier sind. Das ist nicht mal ansatzweise mein Level. Aber hey, ich bin der Meinung, dass hier irgendwo zu Nidhogg geht. Immerhin, so viel ich weiß, ist das der Fürst der Untoten. Da scheinen wir zumindest auf dem richtigen Weg zu sein. Also guck mal hier mal lang.
Und da ist der Bogenschütze, ne? Weil es ist auch bloß wieder irgendeine sinnlose Sackgasse. Das kann genauso sein. Ey, da ist der Bogen. Denkst du bist voll cool und so. Sorry, muss ich enttäuschen. Ich habe 2 Bögen. 3 Bögen. Na. Ich wollte jetzt eigentlich nicht treten. Wobei, den kann man schon mal ins Gesicht treten, den Lutscher. Den hätte man durchschießen können. Hätte er durchschießen können, vor allen Dingen. Ah, okay. Items nehmen wir gerne mit. My darling. Große Seele. Auch immer schön. So. Und jetzt. Also hier kommen wir nicht lang. Ne? Das sehe ich richtig. Dornen sind böse. Können nicht kaputt gemacht werden. Gut. Das heißt, wir müssen hier lang. Einziger Weg. Und deswegen habe ich immer mein Schild oben. Okay, die kommen auch mehrfach raus. Das, war früher besser, also in Sens Festung. So, ihr kommt wahrscheinlich auch wieder. Ja, yep, das heißt, es gibt irgendwo einen neuen Necromancer. Von mir aus. Können wir gerne hinsprinten, um den zu kriegen. Ganz kurz, wenn wir hier sind, Animation. Schieb. Und weg hier. So, Item nehmen, damit wir nicht umsonst gestorben sind. Wer weiß, was das so ist. Seelenkrieger. Gut. So. Jetzt wird's schwieriger. Hätte ich jetzt in irgendeiner Weise meine Pyromantie an parat, wäre es gar nicht so schwierig. Aber so, kurz wegschlachten und run, boy, run. The sky is a mat for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Ah, die Dinger lösen nicht mehr aus. Sehe ich das richtig? Wunderbar. Alle Stacheln sind eingezogen. Alles klar. Okay. Gut, ich sehe es ein. Das war zu erwarten. Hallo, Necromancy! Geh sterben, Junge. So. Zurück zu euch. Ich habe gehört, ihr wolltet ganz, ganz böse Dinge mit meinen Leichnam machen. Oh, fuck it. Ich glaube, die Chance habt ihr. Ich glaube, das könnt ihr. Muss ich euch mal gestehen. Da kann ich nicht viel gegen machen. Alter, Gangbang des Jahrtausends. Ist okay. Ich kann halt 10-mal zuschlagen oder One-Hit-Kill machen. Das sind meine 2 Optionen. Dann nehme ich halt den One-Hit-Kill. So, da ist glaube ich noch einer. Es leuchtet zumindest so. Nee, es ist einfach nur ein Licht am Ende des Tunnels. Apropos... Oh nein. Okay. Was soll mir dieser Raum sagen, außer fick dich? Ich glaube nichts. Gehen wir mal wieder raus. Ich habe keine Lust herauszufinden, was das Ding damit ist. Schauen wir mal, ob du direkt tot bleibst. Ich kriege keine Seelen. Gut, wir haben hier keinen Necromancer. Also, wir haben wieder einen Necromancer. Alles klar. Dann rennen wir mal zu dem Leuchten. It's a trap! Fuck! Fuck! Ach, da geht's runter. Nicht gut. Genau. Das war exakt die richtige Richtung für mein Schild. So viel steht fest. Gab es keine andere Option, das Schild hochzuhalten. Können wir ganz kurz da hinten den Hebel wieder betätigen? Bitte? Okay, wie machen wir das jetzt? Ohne komplett drauf zu gehen. So, so machen wir das. Ich war drauf! Das sah so sinnvoll aus wie alle. Klar, ich habe was gesehen, ich bin voll schlau. Und dann das. Gut, ich nehme an, wir müssen in das Grab reinfallen. Wo ich gerade meinte, ich will nicht herausfinden, was es damit auf sich hat. Ich glaube, ich muss herausfinden, was es damit auf sich hat. Und das wird die Abkürzung zum Necromancer sein, weil da war sonst kein anderer Weg, den wir hätten gehen können. Okay. Mein armes Schwert, was hier gerade kaputt gemacht wird durch euch. Nur mal so nebenbei gesagt. Aber trotzdem sollten die Typen doch nicht respawnen. Sehe ich das richtig? Da ist immer noch ein Licht, aber kein Totenkläuber. Dann waren tatsächlich diese scheiß Leuchten halt einfach nur eine Ablenkung. Wir könnten auch darunter fallen. Nur so als Idee nebenbei. Die Optionen bestehen. Wir könnten eine Abkürzung nehmen. Ich meine, ich mag Abkürzungen. So, die sind alle, fast alle tot. Der ist nur in sich zusammengefallen. Immer wenn solche komischen Typen da rumfliegen, gibt es, glaube ich,
irgendwo wieder Necromancer, die vergehen, wenn der Haupttypi tot ist. Die zerfallen dabei. Und dabei kann ich es auch nicht mal treffen. Gegen Gegner, die nur ab und zu da sind und dann immer wieder kommen, ist es ein ziemlich harter Kampf, muss ich mal ganz kurz nebenbei sagen. Okay, also einfach durchrennen wäre wieder eine Option, gerade weil die Seelen, die die Viecher hier geben, halt auch einfach gefühlt non-existent sind. Aber ich habe immerhin schon 5000 Seelen dadurch bekommen. Also besser als gar nichts. So, lassen wir mal kurz. Nehmen wir einfach mit. Ich weiß zwar noch nicht, was es mir alles bringen soll. Aber kann man mal machen. So, ist der nämlich auch noch mit weg. Vielleicht gibt es am Ende irgendein cooles Item. Fuck. So. Man kann zweimal mit dem aufgeladenen Schlag zuschlagen. Ich dachte, man kann nur mit dem leichten kommen. Oh mein Gott. Ja, Sino hat das Spiel voll verstanden. So viel steht fest. Okay, ich meine, die sind halt kein Problem, wenn kein Necromancer da ist. Deswegen geben sie auch so wenig Seelen. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, wie viel der Necromancer gibt. War ich hier schon? Ja, genau. Aber schon ist dein Pfeil. Dankeschön. Kann ich jetzt weitermachen. Easy peasy lemon squeezy. Gut. Zurück zum eigentlichen Problem. Erstmal meine Seelen. Dankeschön. Gehen wir da jetzt links runter. Ich meine, es wäre sinnvoll. Erstmal, ihr beiden könnt auch noch mitsterben. Wir können auch hier rechts runter. Ich glaube, da habe ich weniger Chancen vorbeizuspringen. Also, genau. Weniger Chancen vorbeizuspringen. Weil es da rechts sieht halt auch wirklich aus wie so: Komm, nimm mich. Ich bin der verzauberte Wegessohn. Nimm mich, ich bin verzauberter Hurensohn. Ach komm, wir probieren es noch einmal. Alles klar. Hat funktioniert. Da kam irgendwas. Wir müssen kurz gucken, was da kam. Effektiv nichts. Okay. Ich habe so viel Angst vor allem hier. Ich glaube, es könnte auch eine Abkürzung sein für später. Ah, toll. Wir kommen. Wow. Ernsthaft? Wirklich? Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Gut. Dann sind wir hier durch. Okay. Danke für den Hinweis. Direkt in dem scheiß Stachelding drin, aber darüber können wir auch später reden. Ah. Gut, das war schnell. Das war sehr schnell. Leuchtfeuer entzündet. Gut. Jetzt, das Leuchtfeuer hätten wir von da aus dann sehen können, wenn wir den richtigen Weg gegangen wären. Okay. Wo geht's jetzt lang? Ah, hier ist. Ah! Wie ich auch in jedem Gebiet diese scheiß Leitern immer erstmal übersehe. Meine Fresse. Mit echt scheißeren Leitern mitzukriegen. So, bitte einmal drehen um 90 Grad. Oh, ich sehe schon den Boss. Warte, ist das schon den Boss? Nein, das ist wie immer erstmal das Erste. Wir müssen ja immer durch zwei gehen, bevor es sinnvoll weitergeht. Das wird also jetzt hier sein. Da haben wir da die Abkürzung. Wir haben da einen. Ganz kurz gucken, wie gesagt, es wird nicht der Boss sein, aber wir können mal ganz kurz so tun, als ob wir hier Angst vor hätten. Oh ja, hier wird bestimmt was Böses kommen. Es ist nicht sehr langweilig. Und jetzt nehmen wir die Abkürzung 2.0 für die wahren Meister des Rollens. Okay, und los. Wunderschön. Hey, hallo, Schätzelein. Und da sind alle Leute schon runtergefallen. Das war wichtig, das war sehr gut. Wird mir nachher sowas von viel helfen. Ah, Item. Plündern. Plündern ist immer gut. Ein Fächer. Gut. Das hier müssen wir so. Fuck. Wir haben ein Item verpasst. Scheiße. So, dann wird jetzt hier wieder die Tür von irgendwo aufgehen, nehme ich an. Ah, wir müssen da nochmal reinrollen. Egal. Können wir machen. Das ist nicht das Problem. Und hier ist einfach Ende. Nein, hier ist nicht einfach Ende. Das war mir Schwein als Verstand. Und jetzt? Und jetzt? Okay. Scheiße. Wie komme ich jetzt sinnvoll runter, ohne zu sterben? Kein Stein. Wieso finde ich immer so... Warum ist hier Cthulhu? Oh nein. Und das ist so einem engen Gang. Ich bin nicht böse. Oh, du schon.
Okay. Ah. Erstmal durch Feuer entzünden. Der Fuck passiert hier gerade. Okay, ich habe zwei Menschlichkeit schon. Nur mal so. Du bist gerade sinnlos, weil wir im engen Gang sind. Ich will jetzt nicht unbedingt gegen den kämpfen, aber sollte er gleich angreifen, will ich vorbereitet sein. Der wird mit einem Schlag kaputt machen können. Aber hey, ich mach mal kein Feuer in seiner Gegenwart. Versuch's mit Köder. Ja, ja. Du bist ein Schmied, oder? Du bist nett? Das ist geil. Ich mag nette Leute. Wir können erstmal Rikas Degen weiter verbessern. Oder mehr nicht. Okay, grüne Scherben. Rikards Feuerding hat dann Feuerschaden. Skaliert aber gar nicht mehr. What the fuck? Oh, das ist aber sinnvoll. Also, das nicht skalieren nicht, aber wir könnten das Fällchen zurücknehmen. Das sollten wir sowieso zurücknehmen. Und das dann zum Feuerfällchen machen. Weil das skaliert eh nicht so gut wie das Jaito, was wir sowieso nicht mehr nehmen. Aber Feuerschaden ist relativ geil. Jetzt bei den Untoten. Das machen wir. Leute, Feuerfällchen, alles klar. Wunderschön, Waffen verstärken. Einfach nur für hier. Ich habe sowieso für Normalkampf andere Waffen. Aber Feuer ist halt einfach das OP-Ding gegen diese Leute hier. Ich habe nur grüne Scherbe bekommen. Alles klar, mach mal. Ich kann es auch nehmen, ne? Ich kann es auch nehmen. Und dann ist das hier einfach nur noch mehr Feuerschaden. Burn it down! We're burning it all! Ich sollte nicht singen. Gut, wir können hier Sachen reparieren. Das. Oh fuck, wir müssen auf jeden Fall meine kompletten Rüstungen reparieren. Das habe ich bisher noch nie gemacht. Ups. Vielleicht nicht alle, aber komm, jetzt haben wir das Geld einmal. Gegenstände kaufen. Heimkehrknochen. Nice. Kleine Scherbe für. Ja, okay, das geht. Pfeile. Pfeile sind cool, aber nichts wirklich Sinnvolles. Das heißt, du bist für Feuerwaffen da. Ja, mache ich gerne. Bin ich extra nur dafür da? So, dann können wir nämlich jetzt die Pyromantierhand erstmal wieder weglegen und stattdessen das Fällchen nehmen. Das ist schneller, leichter zu bewegen und hat halt auch Feuer. Jawoll, ja! Buddies! Auf geht's! Wo sind meine Gegner? Oh, lalala! Was zur? Was zur? They see me rolling! Okay, ich habe Brans Spielshares gefunden. Komm schon! Feuer ist nicht effektiv gegen die. Die zerfallen nicht einfach. Kann ich bitte mein langes Schwert wieder haben? Dankeschön. Ja, nein. Ich gehe dann mal wieder. Ich kann zurück. Okay. Okay. Das hat nicht mal andersweise so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber mal so gar nicht. Okay, dann halt nicht. Aber wir haben jetzt das silberne Ritterschwert. Das sollte da vielleicht immer noch One-Hit machen bei den beiden. Und dann, oder bei den 3, 4, 5, 6. Ratet mal, wer hier ist. Die. Ach, shit! Boah, ich fühle mich heute aber ziemlich geredet. Also ich war auf dem falschen Fuß erwischt. Sorry, Buddy, ich werde noch ein paar Mal wiederkommen müssen. Okay, Seelen holen. Sind zwei Menschlichkeit dabei. So, alternativer Plan. Ich weiß nicht, wie ich die bekämpfen kann. Aber ich glaube, wenn sie gerade stehen, ist der einzige Moment. Alles klar, One-Hit. Wunderschön, das wollte ich sehen. Und rolle, 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 rolle mein Rad. Rolle, rolle, rolle mein Reifen. Oh, da ist einer abgebissen. Oh, da ist noch einer gestorben. Das war ich. Naja, passiert. Das Rad einfach weggesprungen ist. Gut, ich spawn eh da unten. Aber the fuck? Okay. Hi, Buddy, da bin ich wieder. Wie soll ich die denn machen? Also ernsthaft. So, und run, boy, run. Ich dachte, der kann hier vielleicht nicht rein. Weil die jetzt immer so. Oh! Oh, die können hier rein! Die können hier definitiv rein! Ich war mir halt sicher, dass das, weil die immer davor rumgehampelt sind, die hier nicht
halt einfach keinen Zutritt haben. Aber das war's dann wohl. Das waren meine zwei Wertigkeiten, die ich so schön angesammelt habe. So, wenn ich erstmal nur einen pulle vielleicht. Alla? Schätzeleinchen? Wie soll ich das denn jetzt machen? Ich meine, wenn die mich von vorne treffen, geht's halt. Da kann ich halt blocken. Aber wenn die mir von hinten reinrollen, bin ich halt fast instant tot. Kann ich die kontern? Ich kann da rechtzeitig schlagen. Wenn ich eine lange Waffe habe. Wenn die staggern nach jedem Angriff und ich eine lange Waffe habe. Solange ich es nicht verkauft habe, sollte ich meinen Speer noch dabei haben. Jawohl, habe ich. Dann, ja, Flügelspeer, weil der andere einfach scheiße. Habe ich einen anderen? War nicht noch gerade einer drunter? Silberritterspeer, kann ich sogar nehmen. Und halt heilig. Ach du heilige Scheiße, nehmen wir mal. So, du Speer. Das ist nicht der Speer. Genau. Wenn ich das so schaffe, die zu treffen, soll das doch halbwegs sinnvoll sein. Nein. Nein. Nein, das klappt auch nicht. Wie? Wie soll man die hinbekommen? Ach du Scheiße. Ich dachte, ich hätte was Gutes entdeckt, aber nein, es war eine Todesfalle. Ich weiß, ich kann mich wegteleportieren, ich weiß, ich komme wieder raus. Keine Sorge. Das habe ich noch im Blick. Aber, ich würde trotzdem gerne wissen, wie ich die platt machen kann, weil ich bin mir sicher, die kommen später nochmal. Und ich bin mir sicher, ich muss ja auch noch irgendwie lang. Ich komme jetzt nicht da hoch, ne? Ne, vorbeirennen und so. Habe ich auch schon von euch gelernt. Nein, nein, oh, 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 i, shit. Okay, sie können auch Nahangriffe machen, wie es aussieht. Scheiße. Oh nein! Von links und rechts. Oh mein Gott. Wie viele sind das denn? Alter, ich glaube, ich weiß, wo ich verzweifeln werde. Ich dachte, es wäre voll easy hier drin. Auf einmal kommt da sowas? Okay, aber irgendwas halten die auch an. Der eine ist gerade gegen irgendwas geknallt und kam nicht wieder raus. So. Ich glaube, einfach im Kreis rennen ist hier das Schlauste. Also bei denen einfach nur wegzurennen. Ich sehe nicht, was daran falsch sein sollte, weil fuck you all. Motherfucking fuck you all. Ich sehe keinen Weg, wie man die sinnvoll bekämpfen kann. Und das ist mein Mund. Ich meine... Vorher dachte ich, ja, voll geil, aber vorher... Warte, wir können doch direkt mal die Pyromantiehand benutzen. Einfach nur, um alles durchgetestet zu haben, weil es wäre nochmal so eine letzte Option. Vielleicht auch mit Pfeilen dann irgendwie wegschießen, wenn das es klappen könnte. Aber ansonsten passiert irgendwas mit dem, wenn ich so da Feuer gegen die Haut. Ich meine, es ist wahrscheinlich wieder viel zu lang. Viel zu lang. Das ist... Es muss doch irgendeinen sinnvollen Weg geben, die Viecher umzubringen. Ja, man kann im Kreis rennen, aber sobald die einmal vorbei sind, dann kommt der nächste. Ich muss halt jedem ausweichen. Es sind drei Mann. Das heißt, drei Mann muss ich auch ausweichen. Also fangen wir an. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Da kommt das schon wieder zurückgerannt. Oh, gerollt. Wie auch immer du es nennen willst. So, zack. Wunderbar. Nummer 1. Nummer 2. Ah, hi. Und der dritte kommt angelaufen. Ey, ey, Buddies, Buddies, Brüder, Schwestern, irgendwas los? Ich habe nur das Geld von zwei bekommen. Noch eine? Selbst im Tod drehen sie sich noch weiter. Alles klar. Gut, besser Run bisher. Ah, sind schon wieder neu. Zumindest ist hier kein Necromancer in der Nähe. Okay, ich muss mir das Geräusch einprägen. Ah, das ist das Geräusch von ich glaube, auf Toten, ne? Ah, gut, das Geräusch bringe ich mir vielleicht nicht ein. Aber das Geräusch von diesen Rollern, wenn sie eins machen. Ich gehe einfach. Ich gehe ein. Ach. Haben mich vor dem Rad gerettet. Oh mein Gott. Das ist ja nicht mal. Das ist nicht mal ragend. Das ist einfach nur anstrengend. Das ist einfach nur. Mental zermürbend, so wie halt gerädert zu werden.
dann sich, lass mal so einen richtig beschissenen Gegner erfinden und davon dann gleich drei auf einmal losschleudern. Wäre sonst ja langweilig. So, kommt Nummer 2 wieder gerannt. Man darf halt echt nicht so viele von denen pullen. Dann geht das. Wenn die einmal an der Wand sind und man nicht reinrennt, selbst Problem bei Monster Hunter, klappt das. Da kommt er wieder zu uns. Hey, ho. Oh, na. No. Ah. 1 zu 4 gepullt. Belastend. Naja, gut. Oh, Scheiße. Dann muss ich aber auch hinterher rennen, ne? Also, ich kann nicht einfach so stehen bleiben, weil dann werden die nicht einfach in der Mitte des Raumes auf mich warten. Ah, es gibt übrigens tatsächlich 4 von denen. Wobei, ich habe einen mehr gepult, ne? Ich bin immer noch verwirrt mit der Gabe der Seelen. Wahrscheinlich gibt jedes davon 400 und ich habe einfach unterschiedliche Anzahl von Gegnern. Aber gut, fangen wir an, das mal so ein bisschen... Nein! Aufzustecken, wollte ich eigentlich sagen. Nicht in den Rücken treffen lassen, immer von vorne, da könnt ihr irgendwie drüber rollen. Weil ich habe so einen männlichen, starken Rücken, da kommt keiner dran vorbei. Nicht mal so ein Rad, was es probiert. Mach mal einen Ratschlag, aber ohne mich zu treffen. Ja, voll liebenswürdig. So, dann kommt ihr nochmal kurz ran. So, wir sind einfach nur Explosionsviecher und dann sind sie weg. Okay. Hopp, da. Was machst denn du hier? Also ohne Scheiß. Du kommst ja aus dem Nichts. Also du bist auch sinnlos, aber was? Okay. Eins hatte ich Angst vor euch. Ihr seid ja nur noch 15 Gegner. Gut. Ha! Ausgetrickst! Sagt er. Oh! Ich darf nicht einfach anzugeben. Das funktioniert nicht. Okay. So. Das waren doch jetzt nach Adam Riese alle, oder? Wenn ja, wo zur Hölle gehen wir jetzt lang? Okay, hier sind zumindest keine mehr. Gut, dann schauen wir erstmal hier lang. Hier sieht erstmal relativ freundlich aus. Vielleicht gibt es hier keine Todesräder des Todes. Das ist eine richtige Foltermethode, die Viecher. Ah. Ist das ein Boss? Ne. Okay. Sehr schön. Können wir erstmal weiter gucken. Was sagst du? Okay. Was? Oh ne. Oh ne. Okay, wo ist mein Fällchen? Habe ich so extra für diese Situation rausgeholt. Nur dafür habe ich gerade die Seele ausgegeben. Bitte sei so effektiv, wie mir versprochen wurde, und sein Feuer, was einfach wegbrennt. Dankeschön. So. Kann ich auch irgendwie da runterkommen, ohne Schaden zu kriegen? Ah, ich komme immer runter, ohne Schaden zu kriegen. Okay. Hi. Ich weiß, ob ich das Gebiet nicht mag. Ich mag keine Horrorfilme. Oh mein Gott, das werden tausende von Gegnern auf einmal sein. Oh nein. Der Master Necromancer. Hi. Mit 3 Gesichtern? Ein Todrio. Yay. Okay, ich krieg automatisch Schaden. Okay, was? Could you fucking not? Ah, er hat selber Feuer. Er hat natürlich selber Feuer. Untote haben Probleme mit Feuer. Haupt- und Todgegner, ich habe da Feuer an meiner Seite. Because why the fuck not? So. Keine Ahnung, was er tun kann, außer dreimal da sein. Ja, er kann dreimal da sein. Okay. Komm schon! Ein Schlag noch! Okay. Schnell heilen, bevor irgendwas kommt. Und er ist tot. Well, that was easy. Kunst des Entfachens. Kannst du durch Feuer stärker machen. Okay. Danke. Wo war jetzt das Problem? Ich glaube, ich bin überlevelt. Also wie viel der auch gelesen hat. Erstmal abrennen. Ich glaube, irgendwie Feuerbomben sind nicht so feuereffektiv, wie ich gedacht habe. Wie komme ich jetzt wieder raus, der Heimkehrknochen, ne? Maske des Sprösslings. Okay. Das war Mutter, Vater, Kind. Na schön, habe ich damals mit meinen Freunden auch immer gespielt. Nachricht lesen. Hier. Ah, hier. Wie ich einfach nie die Leitern sehe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wollte ich erreichen. Hat funktioniert. Ist hier auch noch irgendwas? Ah, es ist ein Hackebeil oder so.
Okay. Nice. So. Ob man einfach aus dem Bossfight rausrennen kann? So, fuck, das shit, I'm out. I don't trust you. Okay, was steht hier? Pass auf, Schleichweg. Okay. Vertraue ich dir mal. Das funktioniert. Ja, aber ich habe jetzt nicht wirklich viel verbraucht. Ne? 20.000 Seelen sind zwar einiges, aber effektiv ein Level momentan. Das heißt, ich muss jetzt von dem Licht zum Licht zu laufen, oder wie? Komm ich zum Item irgendwie? Ja, von oben dann nachher. Gut, ich glaube, ich habe schon so viele Items gesehen, die einfach irgendwann von oben kommen. Wir kommen zur Hölle. Der Weg ist richtig. Na Mensch. Hier? Pass auf, Zufluchtsort. Okay. Achtung, fickt euch einfach alle. Fickt euch einfach alle. Go. Oh. Grabmal der Riesen. I know what is coming. Also ohne Scheiß. Es muss man jetzt kein Meister der Gedanken sein, zu erkennen, was für Gegner als nächstes kommen. Ich nehme mal mein Feuer. Nein. So. Gut. Pass auf, Skelett. Ja, weiß, ich seh's. Ich seh's. Geh weg. Ja, genau. Ja, genau. Das wusste ich. Nur leider bin ich einen Schritt zu viel gegangen. So. Oh. 20.000 Seelen sind ja nicht so viel. Komm mal, ja, aber ich muss an den rollenden Reifen wieder vorbei. Why did this happen to me? I made my mistakes. Bitte seid alle tot. Bitte kommt gar nicht wieder. Ah! Okay, okay. Okay, okay. I'm okay with this. Weiter rennen. Ja, da kommt er wieder. Da kommt der nächste. Okay. Den kriege ich vielleicht sogar. Und da, ah, den auch. Schnell. Ah, nicht so schnell. Schnell trink. Trink, trink, sauf, Junge. Sauf, wie es sein Vater immer getan hat. Ja, da gibt es noch drei. Habe ich das noch? Muss ich. Gut, haben wir. Weiter im Kreis rennen. Wo kommt der denn jetzt? Wo kommt der denn jetzt? Boah. Ich habe die neuesten asozialsten Gegner in diesem Spiel gefunden. Ich dachte erst, die Geister wären es gewesen, aber nein. Die Rolle meinen Reifens sind sowas von kilometerweit drüber. So, Nummer 1. Nicht zu viele anlocken. Ich weiß, dass da hinten wieder welche sind. Da ist wieder keiner vorbeigerollt, oder? Nein, keine Ahnung. 20.000. Ich hätte einfach zurückgehen sollen. Ich hätte einfach sagen sollen, oh cool, 20.000 sehen. Danke dafür. Ich gehe dann mal. Wahrscheinlich alle kennengelernt zu haben. Das wäre so schön gewesen. Das wäre so schlau gewesen. Das wäre das gewesen, was ich hier tun machen sollen. Einfach ein Level up und gutes. Noch mehr Damage. Das ist hier zwar nicht nötig, aber kann man ja mal haben. Vielleicht doch mehr Leben, vielleicht doch mehr Ausdauer. Ich hätte so viel damit machen können. Die komplette Welt hätte mir offen gestanden. Aber nein, der gute Sion dachte sich, ja, 20.000 ist ja gar nicht so viel. Brauchen wir ja nichts zu machen. Kann man ja auch einfach so mal gehen. Ne, kann man ignorieren. Kann man auch später wiederkommen. So, zack, dankeschön. Okay, da ist nochmal so ein Knochen runtergefallen. Egal. So, das heißt, wir haben fast das nächste Gebiet erreicht. Ich hätte einfach diesen scheiß Skeletttypen 1:1 bekämpfen sollen. Und nicht sich mir denken sollen, ah, komm, lass mal irgendwas Cooles machen. Und lass mal den mit Feuer aufhalten. Wow. Okay. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Immer wenn ich mir denke, irgendwas ist jetzt aber mal gut gelaufen. Wird mir das Gegenteil sofort wieder reingedrückt. Wie spät haben wir es? Viel zu spät. Ich habe lang genug aufgenommen.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt mir doch Bescheid. Feedback lieben gerne in die Kommentare. Ich finde noch einen Weg daran vorbeizukommen. Ich meine, wir haben es schon mal geschafft. Meine Seelen sind halt jetzt mal wieder weg. Das ist immer das Schlimmste. Eine Session mit null Seelen zu beenden. Aber egal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, sagt mir doch Bescheid. Mich Feedback lieben gerne in die Kommentare. Und damit adios, amigos. Und hoffentlich auf Wiederhören.